Hey, ich bin Joe, ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Wir spielen jetzt Horror Tales The Wine. Ein Spiel, das eher wahrscheinlich so ein Rätsel-Puzzle-Game ist, allerdings auch mit Horror-Elementen. Geht ein bisschen länger. Andere schaffen es so inzwischen 1 und 2 Stunden. Also ich gehe eher von 2 Stunden aus. Vielleicht auch 3. Ihr seht es ja jetzt. Und ich würde sagen, wir springen mal direkt rein. Wir haben leider nur Englisch als Sprache zur Verfügung. Ja. Also es gibt alles Mögliche. Spanisch, Katalanisch. Ich glaube, es ist sogar spanischer Entwickler oder so. Chinesisch, was weiß ich. Türkisch. Niederländisch hätte ich noch im Angebot. Aber ich glaube, Englisch ist dann doch vielleicht dann doch nochmal eine Ecke besser. So, wir sagen neues Spiel und los geht's. Eine Pandemie, die starkes Fieber auslöst und ein schreckliches Delirium und Tod, wurde letztens in den Einwohnern von Archipelato oder sowas festgestellt. Gerüchte sagen, dass es ein wertvolles rotes Weinprodukt in der Hauptstadt gibt und dass es die Krankheit heilen kann. Okay. Du bist Marty Vermello. In einem verzweifelten Anflug, die Infektion deiner Geliebten zu heilen, klaust du ein Boot und machst dich rüber zur Weinerie. Heißt das dann Weinerie, da wo Wein hergestellt wird? Wo der rote Wein hergestellt wird. Irgendwo in der Hauptstadt. Falls du nur eine ungeöffnete Flasche von rotem Wein finden würdest, wäre das genug. Als du die Insel erreichst, entscheidest du dich, zu den Weingutbesitzern zu gehen und dort dein Glück zu versuchen. Die Familie Bunny de Bosque ist dort angesiedelt und hat einen Dock. Okay, eine Anlegestelle. Ein kalter Geruch von Tod. Calm und Ruhe kommt, fährt in deinen Körper. Ruhe und Stille. Ruhe und Stille. Calm heißt auch Ruhe. Und Silence heißt eher Stille. Okay, fährt durch deinen Körper, während du an den Docks ankommst. Sie haben die infizierten Familien in ihren eigenen Häusern quasi eingesperrt und diese versiegelt, ohne Essen und ohne zu trinken. Aber selbst dann hat die Quarantäne nicht funktioniert. Es ist keiner mehr übrig, der noch lebt. Scheinbar. Oder sieht so aus. Okay. Okay. Irgendwie das Schienensystem verbindet die Slums mit dem übrigen Teil. Und da sind wir in dieser merkwürdigen Hauptstadt, wo es den Wein gibt. Es sieht sehr, sehr schön aus. Alles so ein bisschen mediterran. Da oben sitzt noch Jesus und passt auf uns auf, wie es scheint. Okay. Ist alles so ein bisschen Fantasy-mäßig. So eine Mischung aus Venedig und Griechenland mit diesen riesigen Statuen. Keine Ahnung. Also, wir können, glaube ich, eher mit so einer Art Fantasy-Game rechnen. Nach Hause segeln. Du kannst jetzt nicht nach Hause segeln. Finde eine Flasche Wein. Finde zuerst eine Flasche Wein. Okay, dann wollen wir mal sehen. Maus bewegen, um dich umzusehen. Ja. Kommen wir hier hoch. Shift, um zu rennen. Was haben wir hier? WSD, Ölzüller. Warnung, alle Zugangsrouten zum Passaia de Ronda sind blockiert. Das Benutzen von Passaia de Ronda ist für unnötigen Reisen streng verboten, außer für lokale Einwohner. Es sei denn, oder bis das Teufelsfieber... Was? Bis der Grund des Teufelsfiebers bekannt ist. Alle Bewohner müssen diesen Regeln folgen in dieser Sektion von Passaia de Roma. Außer Mitglieder der ehrenwerten Bunny de Bosque-Familie und Mitarbeiter, die zu denen gehören. Und ja, lokale Autoritäten, also ja, Polizei und so ein Scheiß. Okay, hier ist versperrt. Okay.
Müssen wir mal gucken, wo wir lang können, weil da unten war auch noch ein Weg. Okay. Rewards for killing of any Bunny DeBosk. Okay, wenn irgendjemand von diesem Bunny DeBosk getötet wird, gibt es quasi ein Kopfgeld. Kopfgeld für jeden Mitarbeiter, der Mitglieder der Bunny DeBosk-Familie umbringt. Die Belohnung wird das Doppelte sein für Kinder und das Dreifache für den unehrenwerten Mr. Bunny DeBosk, wenn er lebend gefangen wird. Die sollten aber vorzugsweise getötet werden mit einer Waffe, die nicht dafür sorgt, dass sie bluten. Aber falls ein Gewehr nötig ist, versucht ihnen in den Kopf zu schießen oder in Arterien, die wahrscheinlich jede Menge Blut liefern. Wir erinnern sich dann, dass das Verlassen der Quarantäne im Haus immer noch verboten ist und jeder muss extreme Vorsichtsmaßnahmen treffen, um dieses Teufelsfieber zu vermeiden. Wir wissen alle, dass es die Bunny DeBosks getan haben. Aber das heißt nicht, dass der Rest von uns als Bürger einen Freifahrtsschein haben, die Quarantäne zu irrigieren, nur um sie zu jagen. Okay. Ah. Schade. Eine kaputte Flasche des Weins. Ah, so können wir rotieren. Okay. Hier kann man auch noch hin. Warnung. Zugang zu den Kanälen ist verboten. Aufgrund der öffentlich bekannten Situation, die mit diesem sogenannten Teufelsfieber verbunden ist, informieren wir, dass die verschiedenen Kanäle und Untergrundpassagen geschlossen sind, bis auf Weiteres. Ja. Jeder, der versucht, diesen Zugang mit Gewalt zu erlangen oder zu öffnen, wird bestraft werden. Mit dem härtesten Gesetz. Wir werden die restlichen Kanäle, die offen bleiben, sind nur dafür da. Was? Ah, available for use, provided that lockdown gives or observed. Okay, sind nur dafür da, um sicherzugehen, dass der Lockdown eingehalten wird oder die Lockdown-Stunden. Ja, das ist ja, komm, alles bekannt vor, ne? Nochmal eine kaputte Flasche. Okay, von der anderen Seite. Verschlossen. Da sind auf jeden Fall sehr viele Flaschen. Alle kaputt, leider. Haben wir eine Taschenlampe? Ich glaube nicht. Was haben wir hier? Leere Flasche. Alles leer. Okay. Können wir ins Wasser? Okay, können wir nicht. Wir landen wieder direkt draußen. Okay, gucken wir uns hier mal um. Ich weiß nicht, ob das eher so open ist oder ob es dann doch irgendwie andere Möglichkeiten gibt. Warnung, Zugang zu den Kanälen sind komplett geschlossen. Aufgrund der Notsituation, ausgelöst durch das Teufelsfieber, ist die Benutzung der Kanäle und der öffentlichen Tunnel strengstens verboten. Oh, Todesstrafe, wenn man es trotzdem macht. Falls du durch diesen Ort durch musst, um dein Haus zu erreichen, suche dir eine Passage bei den militärischen Hauptquartier. Freies Bewegen in öffentlichen Orten ist immer noch verboten während der ersten 4 Tage in der Woche und ist nur zu den nötigsten Aktivitäten gestattet, wie zum Beispiel Gesundheit oder Arbeit. Also zum Arzt gehen oder arbeiten darf man weiterhin. Aber nur in den ersten 4 Tagen. Oh, oh, what the fuck? Oh, es passiert doch was. Ach, der kam von da, oder? Okay. Also sind wir doch nicht so ganz alleine hier in diesen Orten, wie es scheint. Okay, wir müssen einen anderen Weg suchen, wie es scheint. Dann war das hier wahrscheinlich doch der richtige Weg, oder? Ah, es ist wunderschön, also.
Optisch kann man sich eher weniger beschweren. Kann man auch noch hin zu einem Boot? Ah, wir können auch springen. Sehr schön. Kommen wir irgendwie hoch? Ah, schade. Oh nein, ich bin hinterm Boot gefangen. Nein, nicht darunter springen. Okay, lassen wir den Quatsch, bevor wir wieder festhängen. Was ist hier? E? Oh, okay. Ein Stein. Vielleicht können wir den irgendwie werfen oder so. Da ist auch zu. Können wir den Stein werfen? E-Drop. Ah, oh, ist ein reines Rätselspiel. Okay, hier geht's weiter. Rev Control Crouch. Okay, da geht's weiter. Bin immer noch traurig, dass wir keine Taschenlampe haben. Oha. Kaputte Glasscheiben. Oh, was haben wir denn hier? Schränke, die wir öffnen können. Schubladen. Das wird ja immer besser. Also der Typ mit der Waffe rennt hier so rum, ne? Was auch immer der hier macht, keine Ahnung. Bei uns jagt. Wir sind ja kein Mitglied der Familie. Oh, was haben wir denn hier Schönes? 1784. Das liegt schon eine Weile hier. Haha. Okay. Ist das alles versiegelt? Oh, die Dinger hier. Ist ja ekelhaft. Schublade, okay. Zeitung. Ein seltsames Fieber breitet sich in den Slums aus. Die ersten Fälle des Fiebers, das sich ausbreitet, wurde in den Slums, ist in den Slums aufgetreten und hat die anderen Seiten des Flusses über die Bereiche der, ja, der wohlhabenderen Bewohner erreicht. In diesem Moment gibt es keinen Grund, viel Aufmerksamkeit auf dieses Fieber zu legen. In dieser Jahreszeit ist es allerdings seltsam, so viele Grippefälle zu haben. Die Verantwortlichen sagen der Öffentlichkeit, dass man nicht alarmiert sein soll. Ja, so fängt es immer an. Ne? Bloß keine Panik. In einer ungewöhnlichen Pressekonferenz mit dem ehrenwerten Mr. Bunny DeBosk hat der Bürgermeister angewiesen, dass die Weinproduktion weitergehen soll. Trotz allem liegen Informationen dieser Zeitung vor, dass Fieberfälle weiterhin ansteigen und dass der aktuelle Stand ist, dass die kompletten Slums-Gegenden, wo hauptsächlich Migranten leben, dass das geschlossen wird, um weiteren Ausbreitungen des Fiebers einzudämmen. Immigration und Krankheiten, Probleme und Lösungen. Okay. Man hat die Leute einfach eingesperrt, weil man dachte, damit kriegt man es hin. Und natürlich sind die Immigranten schuld, ne? Die haben das böse Fieber eingeschleppt. So will die Zeitung es einem weismachen. Okay, können wir da drüber? Oh nee, das ist ein zweiter Raum. Da können wir rein. Okay, verstehe. Hier sind wir hergekommen. Wir müssen hier rein. Hui, was haben wir hier? Was die alles in ihren Schränken haben. Oh, ein Schlüssel. Okay. Türschlüssel. Ein Schlüssel für eine Tür. Für welche Tür? Ich vermute mal diese da. Oh, okay. Das hat geklemmt, das Tor. So. Alles klar. Du hast den Schlüssel benutzt, um die Tür zu öffnen. Ah. Hier ist es doch viel besser, oder? Da hinten ist ein roter Zettel. Da, seht ihr ihn? Seht ihr ihn auch? So, der Typ ist hierher gegangen. Nur wo? Ah. So würde man theoretisch zurückkommen, hä? Huh? Theoretisch. Praktisch
nicht, aber vielleicht sind die Kisten noch für was anderes gut. Oh, ist ja echt, es ist echt schön hier. Hier möchte ich wohnen. Space, um zu springen. Ah, wir sind immer noch im Tutorial. So funktioniert das Spiel. Sind wir denn? Nee, wir sind eigentlich in der Nähe der Fabriken. Ach, guck mal, der Baum da oben, ganz alleine. Stand da ja. Okay. Was ist hier? Wahrscheinlich können wir nur die mit den roten Punkten abmachen, hä? Okay. Gehen wir mal weiter und hoffen, dass wir uns nicht so sehr erschrecken. Von der anderen Seite verschlossen. Okay. Können wir hier mal? E halten, um zu interagieren. Bumm! Na, scheinbar nicht, ja? Okay, also wenn wir das da durchkriegen wollen, müssen wir erst auf die andere Seite irgendwie. Gehen wir mal weiter. Mal sehen, ob wir noch eine Lösung für das Problem... Ha! In der Falle, du Ratte! Okay, da kommt man drüber, aber dann geht's auch nicht mehr zurück. Das sieht so schlau aus. Wir haben natürlich noch diese Kisten da hinten. Und könnten mit diesen Kisten über den Zaun kommen. Oder können wir das nicht? Ich würde es einfach mal ausprobieren. Das ist genau so ein Jump wie hier bei, wie bei Doom oder so. Okay, ich spiele jetzt nur rum. Man kann ja viel rumspielen hier. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Oh! Das erinnert mich ein bisschen an Infra. So, kommen wir damit jetzt hier irgendwie drüber. Vielleicht mit der zweiten Kiste, hä? Vielleicht irgendwie mit der zweiten Kiste. Oh, ich will das einfach mal ausprobieren. Weiß jetzt auch nicht, ob man das Spiel jetzt tatsächlich so spielen soll oder ob man jetzt doch einfach weitergehen soll. Aber, wenn es geht, probiere ich es aus. Scheiße, ich kann gar nichts sehen. So, da lang. Hier durch. Ah, ist ein bisschen größer, oder? So, wenn wir die jetzt mal... Die ist größer. Die stellen wir dahin. Okay. Und die jetzt so hier irgendwie drauf. Ja, das gefällt mir. Okay. Man kommt da nicht drauf. Warum nicht? Ah, egal. Lassen wir die mal hier. Gehen wir mal den Weg weiter. Wahrscheinlich muss man eh hierher. So. Hui. Ah, zurück kommt man dann jetzt erstmal nicht mehr. Noch mehr kaputte Weinflaschen. Was liegt da? Wein. Und was ist das da unten? So eine Art Flugblatt, hä? Ah, guck, hier sind aber auch noch... Oh, okay. Hier sind noch ein paar Kisten. Ah, da kann man runter. Okay. Also die kleinen Kisten, die platzen. Die großen Kisten nicht. Auch kaputt. Da rennt die Ratte wieder. Wir konnten noch rotieren. Da steht auch nichts.
Guck mal, ob wir hinten runterkommen. Ah, okay. Okay. Kopfgeldangebote zu, für Bewohner, die Mitglieder der Bunny de Bosque-Familie jagen werden. Okay. Hatten wir schon. Locked from the other side. Von der anderen Seite abgeschlossen. Jetzt ich mal gucken, ob wir hier runterkommen. Da liegt auch ein Zettel. John, an John und die anderen angestellten Arbeiter. Unsere Verkäufer werden halbiert werden in den nächsten 2 Monaten. Der ehrenwerte Mr. Bunny de Bosque hat uns informiert, dass die folgenden Beschwerden oder ja, Dinge vorliegen, die unsere armen Building Work on the Structure and Assess to Private Seller. Ach so. Es wird quasi eingeschränkt, weil das Gebäude irgendwie schwach ist. Die Struktur des Gebäudes. Und auch der Zugang zum privaten Keller. Rutschige Konstruktion von Holzoberflächen für die Tunnel und Fassaden, Steine, werden durch Steinen durch das weitere Öffnen ersetzt. In einem sehr verpasst, ja, gefährlichen Grund. Flurbeschädigung in der Vorratskammer. Dem Eingangsbereich zu dem Mitarbeiterhaus. Alles fällt auseinander, bla bla bla. Kratzer in den Wänden. Okay, also es soll renoviert werden. Irgendwas. Aha. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Ah, da kommt man schon irgendwie her, ne? Okay. Ah, hier kommt man irgendwie unten rein. Das ist ja interessant. Huh. Ah, der Weinkeller. Das sieht doch gut aus. Huh. Können wir... Oh. Da geht's auch noch weiter. Okay. Hier geht's irgendwie runter. Was ist da hinten? Hier geht's nicht weiter. Das scheint der beschädigte Weinkeller zu sein. Aber scheinbar gibt es hier keine Flaschen von dem Wein, den wir brauchen. Okay, gehen wir mal hier weiter. Ich habe kein Licht. Oh, da unten. Autsch. Wichtiger Hinweis von Foreman Jean Constanto an alle Arbeiter. Es ist schon schwierig genug für die Bunny de Bosque-Familie zu arbeiten. Und jetzt werden sie auch noch paranoid, weil alles mit dem Fieber irgendwie zusammenhängt. Und sie diese komischen Metalltüren installieren wollen. Die sind einfach zu bedienen. Um diese Türen zu benutzen, drücke einfach stark auf dem Hebel an der Wand. Der Hebel ist steif, also wirst du ein bisschen, oder schwierig zu bewegen, also wirst du etwas Kraft benötigen. Die Tür wird dann automatisch in ein paar Stunden schließen. In ein paar Stunden. Okay. Nice! Aber wo kommt man hier hin? Okay. Hier ist alles zugenagelt. Hier kommt man nicht wirklich weiter. Okay. Nehmen wir mal unseren Mut zusammen. Ich schätze, hier brauchen wir einige Kisten.
kommen wir nicht da hoch. Oder vielleicht hilft auch Springen. Ein beherzter Sprung. Versuchen wir es mal mit Springen. Okay, Springen reicht. Okay. Was ist hier? Hier kommt man irgendwie runter. Da sind auch Weinflaschen oder so. Was zum Teufel ist denn da? Eine Kugel? Eine Leuchtekugel? Mein Gott. Ach so, hier ging es nicht weiter. Okay. Wow. Boah. Okay, dann mal runter hier. Oh. Ah, okay. Autsch, autsch, autsch. Da müssen wir aufpassen. Da geht's weiter. Okay. Die hält was aus. Alles klar. Eine Weinflasche, aber leider nicht. Leider auch zerbrochen. Zweifle, dass wir hier so schnell eine Flasche des köstlichen Weins finden werden, der uns retten wird. Oh! Okay. Das ist definitiv schon mal ein Weg, würde ich sagen. Hier geht's nicht weiter. Hui! Wie oft ich mir heute schon den Knöchel gebrochen habe. Okay, rechts oder links? Hier sieht's sehr dunkel aus. Hier geht's auch nicht weiter. Ah. Oh, das hatten wir doch letztens schon mal. Weinkorken. Was können wir hier einstellen? Korken, Korken, Korken. Oh, wie war das denn noch? Tropfen. Tropfen und Weinflasche. Hier war, glaube ich, das. Und was ist der letzte? Wrong code. Okay. Zum Nice, okay. Okay, also wir brauchen Tropfen und Wein, ja, Weintraube. Dann brauchen wir Weinkanne und Wein. Ja, wie heißt das? Aber die Weinkanne ist nicht hier. Da können wir oben. Ne, da können wir nur da was ändern. Wrong code. Okay, wir müssen noch mehr finden. Das hilft uns nicht wirklich weiter hier. War. Was zum Teufel? Vielleicht ist das Teil dieser Krankheit, das Fieber, hä? Können wir hier hoch? Nee. Oh! Okay. Aus dem Weg. Weg mit euch. Wir müssen irgendwie darüber kommen, hm? Okay. Was jetzt?
Okay, Weinflasche, Blatt und Korkenzieher. Ich glaube, es war so eine Art Halluzination. Ist es jetzt vier? Blatt und Korkenzieher und... So müsste es richtig sein. Also wenn wir diesen kopflosen Typen sehen, dann haben wir anscheinend eine Halluzination, müssen durch so ein seltsames Level, okay? Das ist nice gemacht. Das erste Mal den Wein gesehen. Den Wein klar gesehen. Okay, ich hoffe mal, dass es nicht allzu zu gruselig wird. Wir uns hier auf die Rätsel konzentrieren können, nicht wahr? Okay. Müssen wir dahin? Irgendwie hier rüber? Irgendwie dahin? Okay. Warte mal. Ah, ein Physikrätsel. Ja, es ist tatsächlich so. Ah, es ist tatsächlich wie Infra so ein bisschen. Okay. Reicht das hier schon? Ja, nicht ganz. Wir müssen noch einen Stein finden. War es der hier? Ist der runtergefallen? Das ist noch einer. Damit wir da hinten hinkommen. Okay, kommt mal wieder hoch. Sehr schön. Zwei. Reichen zwei. Ja, das sieht gut aus. Ho! Ho! Okay. Ich glaube, wir brauchen noch einen dritten Stein. Das wäre nicht schlecht. Haben wir noch irgendwo einen dritten Stein? Ah, eine Schippe hätte ich, ne? Okay, drauf springen. Oh! Okay, das war auch nicht die Lösung. Und vielleicht doch da rechts drauf irgendwie. Ah! Okay, warte mal, ich habe noch eine andere Idee. Warte mal, ich glaube, wir könnten da irgendwie drauf und dann hier hinten über diesen Balken. Könnte das funktionieren? Ja, der ist sogar kaputt hier. Wenn das funktioniert, dann müsste man allerdings, damit wir hier hochkommen, müssen wir das auf die andere Seite. So, damit wir hier hochstehen. Das könnte funktionieren. Okay. Können wir hier drauf. Bam. So. Ja, guck mal. Das klappt doch wunderbar hier. Okay. Yes. Oh, 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 fuck. Fuck. Fuck my life. Oh. Schnell, 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 schnell. Aua! Ha? Mechanismus kaputt? Was? Was? Oh mein Gott. Okay. Wir müssen also alles erwarten in diesem Spiel. Layers of Fear-Style, so ein bisschen.
Okay. Wo kommen wir hier hin? Zwei Möglichkeiten hier hoch. Irgendwas ist aufgegangen. Oh. Okay. Ach, wir sind wieder hier bei dem Tor. Ist aber ein anderes Level. Wie es scheint. Okay, wo kann man denn noch her? Oh, ganz ruhig. Fittester sind wir nicht, ne? Ah, da können wir auch runter. Ach, wir sind... Ach nee, wir sind hier. Ach so, das war wieder eine Halluzination irgendwie. Verrückt. Okay. Okay, dann müssen wir hierher. Das ist unser Weg. Wahrscheinlich können wir dann jetzt... Ah, können wir jetzt von innen das Tor öffnen. Und können irgendwie diesen Wagen hier holen. So wie es scheint. Warte mal, kommt man hierher? Okay. Wir können hier außen rum. Ah, wir müssen den Wagen wahrscheinlich hier hinfahren, damit wir auf die andere Seite kommen, könnte ich mir vorstellen. Was ist denn hier noch Schönes? Ist einfach alles verrammelt. Okay. Nicht auf den Schienen legen. Ja, schön weit weg hier. Ah. Hier sind sogar noch meine Kisten. Aber warum das Ding jetzt zurückgefahren ist, keine Ahnung. Also ich vermute mal, wir müssen hier ganz schnell... Oh, okay. Ah, und dann daher. Alles klar. Ja, das ergibt Sinn. Hui! Ja. All das Spielen von all den Steam, Source Engine 2 Games mit seinen Rätseln sind hier vereint. Okay, ein wunderbarer Schalter. Finde ich aber cool. Ich liebe solche Spiele. Oh. Erinnert mich tatsächlich auch an, an so ein Demospiel von Half-Life 2. Da waren wir auch in so einer Küstenregion. Oh. Das war aber eigentlich nur, um die Source Engine zu promoten irgendwie. Gibt's auch auf Steam. Weiß nicht mehr genau. Okay, ist das jetzt ein Labyrinth hier? Das ist ein Labyrinth! Oh nein. Ich hasse Labyrinthe. Ich weiß auch nicht, ob es da wirklich irgendwie eine Lösung für gibt. Okay, vielleicht den Ratten folgen? Nee, das war nicht so gut. Wer der kopflose Typ kommt wieder, ey. Dann scheiß ich mir in die Hose. Oh, okay. Puh. Jetzt sind wir wieder am Eingang. Und hier ist das Haus. Wo wir in den Keller gegangen sind. So, schön, dass das alles so mehr oder weniger... Ah, Ratte. Folge den Ratten. Dass das hier alles mehr oder weniger zusammenhängt, finde ich sehr schön. Ah, Ratten folgen war scheiße. Hier geht's aber auch nicht weiter. Ist natürlich mega cool, ne? Wenn du so ein großes Haus hast, bau einfach ein Labyrinth davor und du hast weniger Besucher. Müssen die erst durchs Labyrinth, um dich zu besuchen. Hast du deine Ruhe? Ist super gut, um irgendwelche Vertreter abzuhalten oder so. Okay, da geht's nicht weiter. Okay, es ist nicht super kompliziert. Wie es scheint. Dummerweise ist die Tür abgeschlossen. Hier ist auch noch eine. Oh, die ist auf.
Sehr cool. Ah, ist alles so ein bisschen, alles so schön mediterran hier. Ich mag das ja. Ist auf jeden Fall ein schönes, schönes Setting. Was ist das? Eine Kamera? Ein Kinderzimmer? Oh mein Gott. Okay, warte, ich gehe da gleich rein. Hier geht's auch noch runter. Da ist eine Tür auf. Das scheint ein Kinderzimmer zu sein. Okay. Mutter und Vater. Schul, irgendwas. Essay. Mutter und Vater. Achso, Schulaufgabe. Mutter und Vater sind zwei große Figuren, die du von fast jedem Ort auf dieser Stadt, in der wir leben, sehen kannst. Mutter ist am Berg des höchsten Punktes auf der anderen Seite der Bucht. Und Vater steht an einem Ort, wo fast jeder arbeitet. Die Bunny de Bosque Winery. Winery. Weinfabrik. Weingut. Was auch immer. Wenn man Winery so Weingut übersetzen kann. Mein Vater arbeitet für sie ebenfalls als ein Diener. Keiner weiß, wer diese Statuen gebaut haben. Aber sie, die Bunny de Bosque, ließen ihr Weingut unter dem Vater bauen, weil sie so nett zu jedem sind. Wann auch immer jemand hier ist, der traurig ist oder weint, gehen sie gewöhnlicherweise hin, um die Mutter zu besuchen. Mutter ist gut, hilft den Leuten, die herkommen, um sich besser zu fühlen. Vater ist auch gut. Er hilft den Bunny de Bosques und allen von uns und macht den besten Wein in der ganzen weiten Welt. Okay. So läuft das hier, ne? Ich wollte nach unten gucken. Einmal auf, kriegen wir es nicht mehr zu. Hier ist auch wieder so, wie so ein Kamerasymbol. Mal sehen, wofür das noch gut ist. Okay, ist wieder ein Schalter. So, kommen wir auf die andere Seite. Oh, eine Weinflasche. Wie kommen wir zu der Weinflasche? Es ist alles zu. Wir können natürlich auch nochmal unten gucken. Ah ja. Hier wären wir eigentlich lang gekommen. Okay, hier ist noch alles zu. Wie kommen wir an diese Weinflasche da? Sie sieht noch geschlossen aus. Wir können uns einen Turm aus Weinfässern machen. Das funktioniert bestimmt. Kannst natürlich von da irgendwie da hoch oder so. Ja, das funktioniert. Warte mal. Wir müssen uns nur so ein... Ja, wie gesagt, alles, was ich in den Source Engine Spielen... Oh, gelernt habe. Oh, ups. Kann ich jetzt hier... wiederverwenden. Okay. Manchmal zerbrechen die auch einfach. Mal sehen, hier steht noch was. Hinweis für jeden der helfenden Mitgliedern der Bunny de Bosque Familie hilft zu fliehen. Jeder von denen, die dabei erwischt werden, dass sie Mitgliedern der Bunny de Bosque Familie helfen oder ihren Mitarbeitern zu fliehen, werden für 5 Monate in eine Quarantänezelle gepackt. Wir bitten dringlichst allen, nicht die Angebote von Mitgliedern der Familie anzunehmen, weil sie alle infiziert sind mit dem Teufelsfieber und eine schwere Gesundheitsgefahr darstellen. Alle Tunnel- und Untergrundzugänge zur Winery, zum Weingut und privaten Kellern und dem Bauernhaus oder Farmhaus wurden versiegelt und werden von den öffentlichen Leuten überwacht.
jedes Familienmitglied, das den Nachnamen Bunny DeBosk trägt, und von den Verantwortlichen außerhalb ihres Anwesens gefunden werden, werden verbrannt, werden konfisziert und verbrannt und dann zurück zur Villa geführt. Hä? Verbrannt? Keine Ahnung. Wir sind traurig, die Neuigkeiten von der kleinen Layla zu hören, die verstorben ist. Und die Regierung sendet ihr ausdrückliches Mitgefühl, wie auch immer. Aufgrund dessen, dass sie das Teufelsfieber vor uns geheim gehalten hat und das für Wochen, führt einen disziplinaren Akt auf deren Familie fort. Daher sind du und deine ganzen Familie werden dazu gezwungen, abgeschnitten von der Außenwelt zu sein und der Welt, bis auf Weiteres. Es bricht mein Herz, aber die Situation, die aufgrund des Teufelsfiebers ja ausgetreten ist, läuft außer Kontrolle. Aufgrund ihrer auf ihrem guten Stand und so, wie nett sie zu jedem auf der Insel sind, werden wir euch das Privileg geben, euch das ein letztes Mal mit Vorräten einzudecken. Redet mit euren jungen Männern und wir werden euch dabei helfen, irgendwie sowas. Nachdem das dein letzter Job ist, oder euer letzter Job ist, werden wir euch nie wieder helfen. Okay, also, wir sind wieder hier. So kommen wir da rein. Verstehe. Guck mal hier. Aufgrund von unkontrollierten Infektionen, die auf das Teufelsfieber zurückgehen, werden sie und ihre Mitarbeiter, zwinge ich sie als Gouverneur, dass die gesamte Familie temporär aufhört, Wein zu produzieren. Bis zur weiteren Nachricht. Und zwar ab sofort. Es werden 4 Militärwachen hier abgestellt, die eure Verbindung zur restlichen Welt sind und sich um eure Einkäufe und andere nötigen Dinge kümmern werden. Wir hoffen, dass sich die Gesundheit von der kleinen Leia sich verbessert. Okay, wir wissen jetzt, die ist gestorben. Es ist in unsere Aufmerksamkeit gekommen, dass einige eurer Mitarbeiter infiziert wurden von diesem Zeug, das sich Teufelsfieber nennt. Für eure eigene Sicherheit empfehlen wir, dass ihr euch isoliert und diese unverantwortlichen und schmutzigen Personen unter keinen Umständen Mitglieder der Familie sind, dass ihr die das Anwesen verlasst. Wer weiß, welche minderwertigen Immigranten hier ihre freie Zeit mit denen verbracht haben. Okay, hier auch wieder der Rassismus wieder angebracht. Zusätzlich eure Nichte Leia freigestellt vom Unterricht für einige Tage. Wir hoffen, dass es ihr gut geht. Wir wollen ja keine Gerüchte verstreuen oder sowas. Aber ich erinnere euch, dass falls jeder von eurer Familie Fieber erleidet, sollten sie die Verantwortlichen mitteilen für eure eigene Gesundheit. Es ist doch nur für eure Gesundheit. Wie ihr wisst, ist dieses seltsame Fieber in der Nähe hier in diesen Gegenden an den Grenzen zu ihrer Villa. Ja, geht hier um. Zu eurer eigenen Sicherheit zwingen sie nicht, euer Eigentum zu verlassen, solange bis alles vorüber ist. Mit diesem Hinweis seid ihr zu nichts gezwungen. Es ist wohl bewusst, dass das Fieber seinen Ursprung in der verarmten Nachbarschaft hat. Und wir machen die Immigranten dafür verantwortlich oder irgendwie sowas. Ich gebe ihnen mein Wort als Gouverneur, dass dieses Fieber
wenn dieses Fieber vorbei ist und alles aufgeräumt ist, dass diese illegalen Leute ihre Bestrafung erhalten werden. Sie wissen, wie wichtig die Weine, das Weingut für die Wirtschaft der Insel ist. Also bitte entschuldigen Sie mich, Ihnen vorzuschlagen, dass Sie in Ihrer Villa bleiben und den Kontakt zur Außenwelt abschneiden. Aber glauben mir, diese Empfehlung ist für eure eigene Gesundheit. So, alles klar. Hier haben wir wieder diesen Code. Okay, hier waren wir auch schon. Oh, kaputt. Gut, wir sind jetzt quasi einmal im Kreis gelaufen, aber wir haben jetzt die Möglichkeit, hier oben reinzukommen. Nachdem ich jetzt schon wieder so viel vorgelesen habe. Hier geht's noch rein. Warte mal, da ist auch noch was. Ist das der Weinkeller? Hier ist ein weiterer Teil des Codes, den wissen wir ja schon. Ach, guck mal, ja. Hier sind wir in den Weinkeller gekommen. Hier sind wir irgendwie reingekommen. Ist jetzt aber alles zu. Okay, wir wollten eigentlich in den Weinkeller. Ich habe das quasi vorweggenommen. Dann gehen wir mal ins benachbarte Haus. Ich glaube, an die Weinflasche kommen wir einfach nicht, die da steht. Oder? Obwohl, wir könnten. Eine leere Flasche. Oh. Oh. Spezielle Weinflasche gefunden. Können wir hier das irgendwie wegmachen? Wieso kommen wir da nicht weiter? Das Ding haben wir doch letztens auch schon. Da kommen wir nicht dran. Was ist hier noch? Hm. Interessant, ja. Spezielle Weinflasche gefunden. Hat leider nicht funktioniert. Okay. Da sind sie hier. Mutter und Vater, ne? Okay. Ach, hier ist wieder der Code. Okay, mal sehen, ob ich mich noch erinnern kann. Das war so. Das war so. Das Blatt war mit. Ich glaube, dem Ding. Das war so. Und das war. Ey, keine Ahnung. Oh, was war denn jetzt das letzte nochmal? Kann natürlich auch sein, dass das so war und das war so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, was weiß ich denn? Dann war es doch das hier und das hier. So. Ich probiere es jetzt aus, weil ich jetzt nicht nochmal alles abbrennen will, aber ich glaube, ich habe keine andere Möglichkeit. Ah, na toll, okay. Ah, warte mal, die Kanne hat das. Das ist richtig. So, bei dem bin ich mir sicher. Bei dem bin ich mir... Oder war hier das mit der Flasche? Und das... Ja, so war das. Okay, müssen wir nochmal gucken. Es bleibt ja nichts. Aua, aua, aua. Okay, dieser Tropfen hatte die Weinflasche. Okay.
Ah, hier waren überall diese Dinger, aber ich weiß nicht mehr. Aua, ich will da weg. Ich will da weg. Ich will da weg. Weinblatt und Korkenzieher. Ist der immer noch hinter mir her? Ich will da raus. Weinblatt und Korkenzieher. Das war mal fies, ey. Also Weinblatt, Korkenzieher. Tropfen und Flasche. Das und das. Das ist auch richtig. Ist die Frage, was dir jetzt richtig ist. Da müssen wir raten. Ah, alles klar. Alles klar. So. Kompliziert, kompliziert. Oh mein Gott, was ist das? Was zum Teufel? Die Weinprobe ist beendet. Der Boden unter deinen Füßen ist eingebrochen. Du fällst tief und wurdest ausgenockt. Langsam beginnst du aufzuwachen. Es ist jetzt Nacht. Du erinnerst dich an jemanden, der in Schwarz angezogen ist und in deiner Nähe kam und dich in einen Raum eingesperrt hat. Du bist unsicher, ob es echt war oder nur ein Traum. Deine Augen gewöhnen sich langsam an das Licht und du wachst mit einem schrecklichen Kopfschmerzen auf. Stück für Stück wird deine Sicht verschwommen. Okay. Oh. Okay, wo sind wir hier? Yes. Kumpel Christus hier. Okay. Alright. Mal sehen. Ist schön hier. Okay. Oh, ich hänge irgendwie. Hä? Hänge irgendwie fest. Da ist nichts drin. Hier sind einige Zeichen. An der Wand. Was bedeuten sie? Da ist ein Schlüssel. Okay. Abgeschlossen. Okay, wir müssen irgendwie da dran kommen, aber die Tür ist abgeschlossen. Also muss es einen anderen Weg geben, vielleicht hierher? Ah, guck mal hier. Sieh mal einer an. Hier geht's nicht rein, hier geht's nur runter. Und überall diese Zeichen an der Wand. Oh. Strange. Das war auch mal ein Kinderzimmer, wie es scheint. Was war hier? Eine Latte. Okay, vielleicht brauchen wir die noch für irgendwas.
Eine Zeitung. Mehr zu lesen. In einem sehr schlimmen, unverortlichen Ausbruch, 28 Tage nach Quarantäne, ist ein aufgetretener Mob, der aus den Slums dabei über die Brücken zu flüchten. Sie haben sich während der Nacht quasi organisiert und in den frühen Stunden des Morgens hat sich der Mob bewaffnet und ist bis zur Brücke vorgerückt, mit der Absicht, sie zu überqueren. Der Mob, der hauptsächlich aus Vagranten, ich weiß nicht, was Vagranten und Immigranten besteht, hat ja ihre Farbe gezeigt. Hat schon ihre Farbe gezeigt, als sie an der Brücke angekommen sind, wo sie versucht haben, die Wachen zu erschießen, die auf der anderen Seite stehen. Zum Glück wurde niemand der Wachen getötet. Aus Angst, dass dies früher oder später passieren würde, haben die Verantwortlichen sich schon vorbereitet und das Feuer auch von ihrer Seite der Brücke eröffnet. Die Totenzählen gehen in die Hunderte. Allerdings wurde keiner der Wachen getötet. Als sie gesehen haben, dass es möglich war, über die Brücke zu entkommen, sind viele der Rebellen aus den Fenstern gesprungen und in den Fluss hinein. Keiner hat den Sprung überlebt. Am Wasserfall. Oder hat den Wasserfall überlebt da. Die Verantwortlichen haben Angst, dass aufgrund dieses Mobs mehr Einwohner aus den Slums vielleicht infiziert wurden vom Teufelsfieber. Tote werden in den. Es wird erwartet, dass sich in den nächsten Wochen die Toten in die Tausende gehen. Die ersten Exekutionen wurden ausgeführt für die aus den Slums geflohen sind. Wir müssen vereint stehen und die Situation stoppen. So wie die, die vor einigen Wochen aufgetreten sind. Und müssen daran hindern, dass es so weitergeht. Die Wirtschaft wird sich schon erholen, wenn das Teufelsfieber, so wie wir es nennen, wieder vorbei ist. Diese Nachrichtenzeitung ist persönlich verantwortlich für jeden und jeden von uns. Das bedeutet, falls du hungern musst, dann ist es halt so. Tja, für das Wohl von allen. Die Alternative ist der Tod. Sieht wie eine Küche aus. Oh. Da ist nicht doch noch was. Sie haben sie erschossen. Diese miserablen, ja, Leute haben meine Frau erschossen. Von denselben Barrikaden, die sie gebaut haben, um uns drin zu lassen. Ich bin in der Küche eingeschlossen, während sie in dem Flur verblutet. Ich höre sie, wie sie stirbt. Und sie versucht, ins Esszimmer zu gelangen. Unser Sohn hat Angst und will seinen Raum nicht verlassen. Jeder hat uns verlassen. Alle von uns, die gestorben sind, haben alles für das Kapital und diese Wirtschaft getan. Hunderte, so wie Hunde. Jeder gibt uns nun die Schuld für das, was passiert mit dem Wein. Wir sind von Helden zu Tätern geworden oder sowas. Ja. Jetzt versuche ich, aus der Küche herauszukommen, um meinen Sohn zu retten und dann in das Esszimmer zu rennen. Der sicherste Ort in dem Haus und im Moment. Die den Bunny de Bosks Namen haben, können nicht sterben. Aber werde ich der Grund sein. Falls sie in so Häuser einbrechen, dann werden sie uns nicht lebend antreffen. Der ehrenwerte Mr. Bunny de Bosk. Okay, in der Küche sind wir ja anscheinend nicht mehr eingesperrt. Das Esszimmer. Sind wir jetzt in der Villa? Das Esszimmer ist versperrt. Wie sieht's hier aus? Wir brauchen einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen.
höre wieder was kriechen und krabbeln. Okay, ein Gewehrständer, aber ohne Gewehr. Okay, wo? Da geht's weiter runter. Okay. Hab ich gerade nicht gesehen. Oder sind wir da hergekommen? Sind wir von unten oder von oben gekommen? Okay, okay. Ich glaube, wir sind von hier. Sind wir von hier gekommen? Ne, hier ist zu. Da sind wir rausgekommen. Okay, das heißt, wir können hier lang gehen. Verschlossen. Öffnet sich nur von der anderen Seite. Wrong code. Was? Wrong code? Wieso wrong code? Wo gebe ich den Code ein? Wie gebe ich den Code ein? Ach, da vorne. Ich muss auf die andere Seite und den... Okay. Mhm. Hier kann man auch noch hin. Ah, wir kommen so in diesen Raum hier rein. Okay, aber was gibt es hier? Ah, ein Loch in den Boden. Ach, geh doch mal weg hier. Stellen wir dich mal hier hin. So, da störst du nicht. Hier war auch zu, ne? Wir brauchen den Schlüssel. Wir brauchen den Schlüssel. Okay, hier kommen wir drunter. Alles klar. Schön, dass hier Kerzen brennen. Okay, hier geht's Richtung Ausgang. Es scheint dieser Kopfgeldjäger zu sein, der hier so sein sein Unwesen treibt. Okay, hier ist ein Schalter. Aha. Dachboden. Ich vergesse immer die untere Schublade. Kommt man hier raus? Nicht wirklich, wa? Wir müssen irgendwie hier hoch. Ah, einfach so. So würde man da drüber kommen, so kommt man aber auch hierher. Okay. Zu dunkel. Das ist echt verwirrend hier. Okay, hier sind noch mehr Schalter. Ah, so kommen wir zurück ins Haus. Okay, so haben wir den Weg frei gemacht. Ah, hier ist der Schlüssel. Alles klar. Und hier kommen wir hier wieder rein. Mit dem Schlüssel kommen wir wahrscheinlich vorne zur Tür raus. Ah, und sind in diesem Bereich, wo wir gerade da oben hochgeklettert sind. Nice. Ein Klavier, ein Klavier. Kann es leider nicht spielen. Oh, das ist das Esszimmer. Oh. Alle gesch... Oh, das... Oha. Oh nein, das ist das Kind. Das ist die verblutete Frau, das Kind und er, der es selber beendet hat. Ach, okay. Leer, leer, kaputt. Alles leer und kaputt. Ah, sie haben auch hier geschlafen. Das Esszimmer. Da ist noch diese Dreiecke. Ah, da waren diese Dreiecke draußen. Für den Code. Flackerndes Licht ist niemals gut, ich sag's euch.
Okay, da können wir noch einmal durch. Ich will mich erstmal. Da ist noch eine Flasche. Leer. Hier ist noch ein Kamin, können wir aber nicht her. Ich will mich erstmal ein bisschen umgucken hier. Vielleicht gibt es ja noch andere Ausgänge, aber ich glaube nicht, es sieht so aus, als ob es der einzige Ausgang ist, wo wir raus können. Ja, es ist der einzige Ausgang. Wir müssen diesen Weg gehen, aber ich habe die Befürchtung, dass der kopflose Mann wieder ankommt. Wünscht mir Glück. Let's go. Hier ist wieder der Code. Wrong Code. Lass mal sehen. Weinflasche und das. Das glaube ich. Nein! Wrong Code. War es dann umgekehrt? Das ist doch richtig. Bin mir ziemlich sicher, oder war es so rum? Weinglas und Weinflasche. Oh, dann sind das anscheinend andere. Warte mal. Blatt und. Es ist ein anderer Code. Blatt und das. Und jetzt brauchen wir den letzten. Müssen wir vielleicht raten. Warte mal, Blatt und das, Weinglas und Weinflasche. Das heißt, das müssen wir raten. Okay. Das ist richtig. Ja, zu viel. Okay, wir müssen irgendwie versuchen, um den rumzukommen. Vielleicht muss er mich erst sehen, wir müssen wegrennen. Hey, Kumpel? Und tschüss. Nein! Ah, scheiße! Au! Gestorben. Ich hoffe, wir haben ein Safe Game. Das klingt gut. Okay, Kumpel. Komm her. Oh, nein, stopp! Oh, und ich wollte. Ich war zu weit. Scheiße. Wir werden hier nicht so einfach durchkommen, glaube ich. Glaub nicht diesem Hinweis. Hier wollte ich eigentlich her. Du musst nach ganz oben. Hier hin, damit ich genug Zeit habe. Jetzt. Oh, es war zu wenig! Es muss schon ganz auf sein, damit wir durch können.
Jetzt aber. Huh. Fuck you. Doppelmittelfinger. Oh Gott. Oh, okay, wo sind wir jetzt? Mich dünkt, wir müssen auf die andere Seite. Hier ist Wasser. Vielleicht brauchen wir so eine Art Boot. Da können... Oder wir müssen hier hin. Das kann auch sein. Okay. Okay. Gucken wir uns mal hier unten um. Da kann man natürlich auch hin. Aha. Oh, das ist ein Collectible. Sehr schön. The smallest two lines, the masterpiece. Okay. Hm. Ich glaube, wir können irgendwie über diesen... Hier kommen wir irgendwie hin, ne? Huh? Ja, guck. So funktioniert das. Boah. Ja, alles klar. Und dann? Kommt man nicht wirklich weiter, ha? Huh? Irgendwie da hoch, würde ich sagen. Über diese Balken vielleicht. Okay, ja. Ja. Ah, okay. Das funktioniert nicht. Da müssen wir wahrscheinlich drüber springen. Okay, nur über die Balken hier ducken. Dann hier hin. Oh, dann kommen wir hier hin. Okay, das war nicht allzu schwer. Oh nein, der Code! Die Symbole. Oh, wir können jetzt hierher. Okay, wir kommen hier wieder zurück ins Haus, um diese Tür zu öffnen. Okay, wir müssen die passenden Symbole dazu finden. Unten steht immer ein Dreieck. Mal sehen, es müssen zwei Symbole. Was? Wo? Okay. Also ein Kreis und ein... Ja, wie sieht das aus? Ein Y mit so einem Haken dran. Stellen wir es mal ein. Das da war es doch. Das da. Okay, dann müssen wir ein Und-Zeichen finden. Ein Und-Zeichen. Okay, ein Und-Zeichen. Generell, wo zwei Zeichen übereinander stehen. Dann wieder ein Kreis und das. Okay, es werden einige sein. Wo ist denn der Raum, wo wir gestartet sind? Der war oben irgendwo. Ein und so ein Bogenteil, okay. Ich hasse das. Wo geht's denn raus hier? Verdammte Scheiße. Hier. Ein und so ein Bogenteil. Das da. So, okay. Jetzt brauchen wir noch Dreieck. Die drei brauchen wir noch.
Waren hier welche? Also ein Ohm und so ein... Da hatten wir die schon. Ich renne immer wieder in dieselben Räume rein. Hatten wir dieses Ohm schon? Da, das war dasselbe Teil, das war das. Jetzt haben wir noch zwei. Brauche nur eins finden und dann rate ich. Also das Dreieck. Ich meine, das Dreieck wäre im Speiseraum gewesen. Das war irgendwie ziemlich prägnant. Irgendwo. Achso, hier, dieses ist und ein Dreieck. Okay. Aha. Und ein Dreieck. Aber ist das das richtige Dreieck? War es nicht andersrum? Da versuchen wir hier mal das T. Das Dreieck und das T. So, rate ich jetzt einfach mal. Ha! Ha! Ja, das war nämlich das Einzige, was überblieb. Alright. Okay, hier kommt man irgendwie runter. Aber wohin? Katze! Nach links. Irgendwie habe ich das Verlangen, auch mal hier runter zu springen. Das jetzt so schlau war, weiß ich nicht. Ist alles zu? Wie komme ich denn zurück? Komme ich da irgendwie hin? Ach, guck mal. Ah, okay. Ah, in welchem Raum bin ich jetzt hier? Oh, kein Hebel dran. Wo finden wir den Hebel? Oh. Praktisch. Nein! Bitte nicht! Okay. Ich wäre eigentlich mal gerne zur Katze gegangen. Warum ist hier nix? Hä? Oh, oh, okay. Wir sind wieder in der Traumwelt. Ein Meer aus Wein. Ein gelber Hebel. Okay. Wofür ist der? Weißt du, mit Kisten kannst du hier wie sonst was durchrennen. Ja, da ist so eine Zugbrücke. Aber mit, wenn du so einen scheiß Hebel hast, der... Ich erst mal gucken, wo ich den Hebel... Ach, da muss ich den einsetzen. Okay. Aua. Das ist natürlich hart jetzt. Komm, mein Freund. Aua. Wo ist er? Da kommt er. Ah, aua. Ah. Na komm schon. Da kommt er, der süße Kleine.
Ja, verfolgt mich! Okay, was gibt's hier? Ein Schlüssel. Aua! Der Schlüssel ist vermutlich für die Tür da hinten. Ja, das ist die Zeit. Ah, noch einer! Das macht mich so fertig. Okay, ich hoffe, wir kommen hier jetzt durch. Was hat mir das denn jetzt gebracht hier? Scheiß hat mir das gebracht, oder? Ach nee, hier geht's weiter. Okay. Der zweite See des Weines ist gesäubert. Okay. Okay. Links, rechts, geradeaus. Oh, es ist groß hier. Der Waffenmann. Nee, ich mal lieber in die Richtung. Ah, ein Hebel. Ist einfach schwarz hier, hä? Warum ist das so scheiße schwarz? Ich glaube nicht, dass wir da rein müssen. Nee. Nee, nee, nee. Da können wir irgendwie drauf und dann da rein. Das wäre eine Möglichkeit. Oder nicht. Wahrscheinlich brauchen wir noch die Kiste dafür. Oh, oder eine andere. Können wir nicht nehmen. Gibt es hier irgendeine andere Kiste? Irgendwas anderes? Scheiße, ist das dunkel hier. Hier kommen wir noch her. Ah ja. Aha. Ah, verstehe. Na, komm schon. Ach nee, wir müssen einfach daher. Okay, ich dachte, wir müssten den da drauf bringen oder so. Oh Gott. Okay. Okay. Ah, hier kann man auch noch rein. Aber was bringt's? Wo müssen wir denn hin? Ach da, wir müssen hier irgendwas. Ah, verstehe. Kommen wir nicht daher, dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Verstehe, verstehe, verstehe. Nein, zu weit! Zu weit! Da, 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 da. Ich glaube, wir können jetzt ein bisschen Zeit lassen. Das war dann doch ein bisschen zu schnell meinerseits. So.
Okay, ein bisschen schneller müssen wir doch sein. Ach, es ist doch eine Qual. Nur nicht übers Ziel hinausschießen. Also rennen, ja. So, jetzt aber. Wunderbar. Und somit kommen wir hierhin. Alles klar. Okay. Jo. Hallo? Was geht da wieder zu? Oh nein! Hä? Der Scheißhauseimer. Ah, hier haben einige Leute gehaust, hä? Aber warum sind sie nicht wieder rausgegangen? Gibt es einen Brief oder so? Zettel? Nein? Schade. Okay. Ah, das sieht mir wieder nach einem normalen Haus aus hier. Er könnte echt mal hier eine Taschenlampe gebrauchen. Okay. Ich glaube, wir sind immer noch in der Villa. Okay, hier steht ein Text. An alle Bewohner, die wünschen, die Abkürzung durch den Untergrund zu benutzen zum Hauptplatz. Der Weg leidet von immer wiederkehrenden Stromausfällen. In diesem Fall, der Grund dafür ist immer noch unbekannt. Diejenigen, die nicht den Weg gut kennen, sollten vermeiden, ihn zu benutzen. Weil wegen dem Strom die Korridore total dunkel sind. Und ein weiterer Hinweis, die Einwohner, die in dem oberen Penthouse wohnen, leiden an einem seltsamen Fieber. Es sieht nicht so aus, dass er irgendwelche Verbindungen mit dem Weingutfieber hat. Aber für deine Sicherheit verlassen die ihr Haus so wenig wie möglich. John Costa, Community President. Okay. Ja, nice. Ja, nice. Schön. Machen wir, wenn es sein muss. Ah. Locked from the other side. Tageszeitung. Strafen für Hausbesitzer, die nicht ihre Strukturen warten. Als Teil des ökonomischen Plans, das die Regierung beschlossen hat, werden Gebäudebesitzer zur Kasse gebeten, wenn die Fassaden in öffentlichen Straßen ein nicht gewünschtes Aussehen haben. Also runtergekommen. Diese Besitzer haben eine Zeitperiode von 2 Wochen, um jede Probleme mit den Strukturen zu reparieren. Sofern irgendwas unrepariert ist, müssen sie Strafe bezahlen. Falls dann immer noch keine Reparaturen gemacht werden, wird das Grundstück besized, keine Ahnung, versteigert, verkauft, eingenommen, irgendwie sowas. Der Gouverneur will persönlich erklären, will persönlich diese neuen Großstadtregeln erklären. In einer Pressekonferenz sind keine Fragen aufgefallen. Und er hat gesagt, dass die Wirtschaft der Insel extrem wichtig ist, extrem von dieser Weinexportation abhängt. Also von diesem vom Weinexport abhängt. Er stellte klar, dass dies keine Kritik an der Bunny de Bosque-Familie war, wie auch immer. Er hat das Gefühl, dass die Hauptstadt neue Wege finden muss, um Einkommen zu generieren. Und Tourismus ist eins von ihm. Deshalb erklärte er, dass wenn Touristen hier zu uns kommen sollen, zu diesem Teil der Republik kommen sollen, müssen wir das Aussehen unserer Gebäude schön halten, sozusagen.
Okay, also wir könnten nur dadurch, wir können natürlich in den Upper Stairs, wo ein seltsames Fieber ist, wo wir herkommen, oder? Okay, können wir nicht. Hier sind wir hergekommen, oder? Hallo? Schade, können wir nicht lesen. Vielleicht gibt es auch verschiedene Wege hier, dieses Level zu finden. Also wie auch immer, wir müssen durch die Kanäle. Ja, steht uns wieder harter Kanalverkehr bevor. Oh. Da habe ich natürlich immer Angst. Meine Uhr nervt schon wieder. Da habe ich natürlich immer Angst bei dem Flacker hier. Dass der Kopflose uns wieder. Nein! Wir haben eine Taschenlampe. Wie geil ist das denn? Da kann ich ja mal zurück in die dunklen Gassen. Hier waren noch dunkle Räume irgendwo. Weiter oben. Wie geil ist das denn? Hi, Chuck. Oh, hier geht's tatsächlich weiter. Ah! Ein Geheimnis, ein Geheimnis. Was ist da oben? Nur Schränke. Okay, Laterne ist. Ah, guck mal. Laterne ist wieder bereit. Das heißt, wir müssen ein bisschen sparsam sein hier. Aber wie kommen wir jetzt in den anderen Bereich weiter oben? Wie kommen wir auf den Dachboden? Da muss es auch noch einen Weg geben. Weiter nach oben zu kommen. Da. Ja. Hier kommen wir auf den Dachboden. Ah, okay. Schönes Bett. Huch. Aber es muss doch noch einen Weg weitergehen. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Oh nee, das ist der obere Bereich, oder? Hab ich die Not vergessen? Ja, zur Aufmerksamkeit für den jungen Single-Mann, der hier oben in dieser Wohnung liegt. Die Community-Organisation hat verschiedene Beschwerden von Krach. Und Shrieking, Kratzen, ja, Gepolter, während der Nachtruhen erhalten und während des Tages. In diese Situation kann nicht so fortgeführt werden. Deine Nachbarn müssen lange arbeiten im Weingebiet, Weingut. Und deshalb brauchen sie ihre Ruhe. Falls das Schreien und die Geräusche morgen weitergehen, werden wir gezwungen sein, die Verantwortlichen zu informieren. Wir erinnern dich daran, dass die Verantwortlichen einen Weg finden, dass jede Art von illegalen Drogen, die du zu Hause hast, ja, zur Verurteilung kommen oder sowas. Okay. Ah, warte mal. Wir sind jetzt auf dem Dachboden. Wir sind jetzt ganz oben. Weil hier geht es nämlich nicht weiter. Genau, das wollte ich noch lesen. Falls du diese Nachricht liest, dann bist du ein Bewohner der oberen Wohnungen. Aufgrund der schrecklichen Situation in der Stadt, die nun von diesem ja, üblich genannten Teufelsfieber leidet, hatten wir die Wahl, die oberen Wohnungen zu versiegeln und die Bewohner dazu zu zwingen, zu Hause zu bleiben. Vielleicht, falls der
junge Mann in Raum B seine Zeit mit verschiedenen Personen verbracht hat, weißt du nicht, wie du wieder rauskommst. Alle Nachbarn wünschen den Kranken eine schnelle Erholung. Bitte versteht, dass wir alle Angst haben. Also, falls du Wasser oder Essen benötigst, werden wir nicht fähig sein, dir zu helfen. Die von uns, die immer noch gesund sind, wünschen euch alles Gute. Und bitte denkt daran, dass wir uns friedlich und zivil benehmen sollten. John Costa, Community President. Okay, wir sind jetzt oben. Vielleicht müssen wir aber auch hierher. Und müssen einen anderen Weg hier oben herfinden. Hier ist zumindest ein Schlüssel. Okay, aber ein Schlüssel für welche Tür? Ah, vielleicht für den Keller. Vielleicht war da eine... Vielleicht war da eine Tür, die wir erst erreichen mussten. Aua! Ne, hier ist das Badezimmer. Da kam ich nicht raus. Wir müssen daher. Genau. Jetzt sind wir wieder im Hausflur. Und können wieder runter. So, kann gut sein, dass hier eine Tür war oder so. Nee. Oh, vielleicht für die Haustür oben. Das war ja nur, um die Taschenlampe zu finden. Vielleicht für diese Tür. Locked from the other side. Wofür ist denn der Schlüssel? Wofür ist der Schlüssel? Für welche Wohnung? Die? Ah. Okay, alles klar. Da geht's irgendwie nach draußen. Hier geht's aber auch. Hier geht's in ein anderes Zimmer. Okay, was? Da ist allerdings eine Tür, wo wir nicht weiterkommen. Alles versiegelt hier. Oh, sind wir etwa draußen? Wir sind draußen! Der Sternenhimmel. Sehr schön. Ist alles eingestürzt. Sieht ja übel aus. Abgeschlossen. Geschlossen. Abgeschlossen. Okay, alles zu. Wir müssen kurz warten. Okay, vielleicht kommen wir doch hier irgendwie. Nein, das ist unmöglich. Was haben wir für eine Möglichkeit? Keine. Oh! Okay. Oh. Dreieck. Dreieck. Oh, ist das scheiße. Wahrscheinlich alles auf Dreieck, hä? Aua. 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 Ah, shit, ey. Das ist schwer. Das ist schwer. Nein, komm.
Aua, aua. Welche Richtung? Ich kann nicht rennen. Wo ist das scheiß Dreieck? Wo ist das scheiß Dreieck? Ah, ich hasse das. Das ist wieder so ein Teil, der jetzt eine Weile dauern könnte. Ich muss eh gerade mal eben auf Toilette. Ich habe so lange aufgenommen. Ich glaube, ich mache jetzt direkt mal kurz eine Pause. Und dann versuchen wir es nochmal. Tausendmal. Aber wir schneiden das einfach bis zu dem Moment, wo ich es schaffe. Das ist vielleicht die bessere Möglichkeit. Das ist vielleicht die bessere Möglichkeit. Also bis gleich. Okay, ein neuer Versuch. Okay, es sind gar keine Dreiecke drin. Ach, wir müssen es immer zum Dreieck kombinieren vielleicht. Ja. Muss mal gucken, ey. Was ist denn die Lösung hierfür? Ja, okay, braucht eine Weile, um hier durchzukommen. So, eine Zeit. Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht müssen wir es irgendwie vervollständigen. Was heißt denn Dreieck? Ich verstehe es nicht. Ansonsten muss ich mir den Code raussuchen, wenn ich es nicht verstehe. Denn ich habe normalerweise nichts gegen Rätsel. Aber wenn du dann die ganze Zeit noch verfolgt wirst und laute Geräusche hast, dann ist das in dem Video einfach nur nervig. Ist doch scheiße, dass das Viech dich hier immer genau verfolgt. Vielleicht gibt es ja noch andere Symbole irgendwo. Aber es sind immer diese Dreiecksymbole. Ah, hier. Da hatten wir es. Da war eins. Ich hab's gesehen. Es gibt doch andere Symbole. AC und diesen Leuchteständer da. Da ist noch eins. Und dieses links ist auch. Da ist auch dieser. Ja, nee, der muss andersrum. Aua! Okay, zweimal. Ah, fuck, ey. Ah, okay, die Symbole sind doch da. Ist nur so verwirrend gewesen, weil es immer die gleichen sind. Okay, also da muss dieser Kronenleuchter hin, oder? Aber da gab es irgendwie zwei, hatte ich das Gefühl. Also hier. Kronleuchter oben. Da sind die auf dem Kopf. Das kann nur der sein. Sind die auf dem Kopf. Ja, und das C kriegt auch einen Kronleuchter. Was haben wir noch? Da muss noch ein Symbol sein. Oh. Mach mal Zeit hier. Hier muss noch eins irgendwo sein. Warum sind da nur die? Ich verstehe das Rätsel nicht. Versuchen es einfach mal.
Was richtig? Aua. Nee. Oder. Was ist der dritte Code? Ich finde den dritten Code nicht. Doch geil, dass die Lampe überhitzt. Ich finde den dritten Code nicht. Der dritte Code. Vielleicht ist es immer dieser Kronleuchter. Versuchen wir es einfach mal. Ja. Aua. Muss warten. Am Boden sind auch noch Zeichen. Am Boden sind auch noch Zeichen. Ich versuche jetzt einmal dreimal den Kronleuchter. Wenn die Laterne nicht wieder aufgeben würde. Okay, jetzt haben wir dreimal. Da ist der Typ, okay. Here it comes. Und wir versuchen es nochmal. Ja, das war's. Aua, nein, bitte jetzt nicht. Okay. Na komm schon. Gott, ich hasse es. Okay, ich glaube, er ist weg. Aua! Scheiße, aua, aua. Oh nein! Kommen wir da runter? The pairing completed, okay? Du fällst von der Brücke in einem moskitoverseuchten Teich voller Wasser. Mit deinem letzten bisschen anstrengend schwimmst du zum Ende des Wassers. Bis du deine Kraft zurückerhältst, verstehst du, dass alles komplett ruhig ist. Kein Zeichen von... Keine Ahnung. Kein Zeichen. Du hast deine Laterne im Wasser verloren. Oder deine Taschenlampe. Dein Kopf tut immer noch weh. Also entschließt du dich für ein paar Minuten... in der Nähe des Wassers sich auszuruhen. Der Schmerz ist unerträglich. Schritt für Schritt stehst du auf und entscheidest dich weiterzumachen. Okay. Okay. Oh, okay. Wir haben es irgendwie von da oben runter geschafft. Jetzt sind wir aber ziemlich lost. Cowboy! Warum beobachtet er uns die ganze Zeit? Okay. Da ist zu. Vorne kann man noch hin.
Es ist sehr dunkel hier. Oh, wir sind auf der anderen Seite. Wir sind jetzt wieder direkt am Eingang. Und jetzt geht's hier lang. Seht ihr es? Wir sind da das erste Mal. Hier war der Cowboy das erste Mal. Ich stand ja gerade auch hier rum. Ha, so kommen wir wieder zurück. So kommen wir zu unserem Boot. Zurück an einem bekannten Ort. Ist ja witzig. Jetzt sind wir wieder da, wo wir ganz am Anfang waren. Ist denn hier noch alles auf? Ne, hier geht's nicht weiter. Hier ist jetzt abgesperrt. Okay. Okay. Das war nur für das Achievement. Konnten wir jetzt zurück. Witzig. Und dass unser Boot wegfliegt. Also werden wir nie wieder zurückkommen. Werden wir in dieser Stadt im Wahnsinn verfallen. Ja, Freunde, ist ein Horror-Game. Merkt ihr, oder? Merkt ihr. Oh, ein Schlüssel. Okay. Wir haben einen Schlüssel. Aber für was haben wir den Schlüssel? Warnung. Zugang zu den Kanälen sind komplett geschlossen. Okay. Ich glaube, das hatten wir schon. Wir dürfen einfach nicht durch die Kanäle. Aber für was haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? Für welche Tor? Für welches Tor? Für welche Tür? Warte mal. Nee, da waren wir. Da drüben vielleicht. Hier gibt's auch. Was ist da oben? Ah, vielleicht für das Tor auf der anderen Seite. Wo der Typ, der Cowboy stand. Ich guck nur mal hier, aber ich glaube hier auch einfach Kanäle zu. No way. Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Müssen wir zurück. Zurück, zurück. Und zwar hierher. Und dann müssen wir diesen Weg zurück hier. Irgendwie. Und dann wieder da drüben hin. Genau. Hierher. Ah. Jetzt ist der Cowboy auch weg hier. Gucken wir mal zuerst hier. Okay, das Fass steht im Weg. Welches ist eine Kiste, um irgendwo drauf zu kommen? Oh Gott, what the fuck, fuck you! Ist ein Horror-Game, merkt ihr, wa? Lauf doch! Scheiße. Was zum Teufel? Ey, dieses scheiß kopflose Ding, ey. Okay, hier kommen wir nicht vorbei, weil da dieses Ding ist.
Hier war zu, wir kamen nicht mehr zurück. Oh, aha, ist ja. Kann man nicht drüber? Oh! Ah! Platsch! Aua! Also ich glaube, man soll nicht da drüber springen. Wahrscheinlich sollen wir dann doch wieder zur anderen Seite rennen. Aber fies ist es schon, ey. So, denkt dran, gleich kommt der Jumpscare. Ich habe mich zweimal erschrocken hier. Jetzt. Da ist der nächste. Ist er weg? Okay, ist weg. Ich hätte gerne eine Taschenlampe. Es ist doch sehr dunkel überall hier. Oh, gemütlich. Kann man hier wieder. Ah, guck mal, hier kommt man wieder. Ah, okay, da kommt man her. Mich trotzdem erst noch mal ein bisschen hier umsehen. Hier brennt einfach alles. Okay, wir müssen in der Küche durch dieses Kanalrohr. Ja. Okay. Gut. Da steht Vater. Oder ist es Mutter? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt die Frage. Wo müssen wir hin? Ach, das sind die Wasserfälle. Die Brücke. Die Brücke am Wasserfall. Wow. Dann müssen das die Slums sein hier. Ich meine, sieht ja auch schon so Slums-mäßig aus, ne? Gut möglich. Das heißt, wir kommen entweder da vorne irgendwie her. Oder wir müssen hier irgendwie drüber springen. Oh, ich bin frei. So frei. Ja, das sieht aber eher aus wie der Weg hier. Okay. Wie gesagt, genug Half-Life-Games gespielt, um sowas zu kennen. Okay, so kommen wir in die Slums rein. Okay, hier müssen wir uns wieder Zeichen merken. Zeichen finden. Das ist die Brücke mit den Barrikaden, die erwähnt wurden. Okay, oh, ein Schlüssel. Nein, ist abgestürzt. Doch, doch nicht. Glück gehabt. Okay, wir haben das. Aha. Aha. Was haben wir hier? Aha. Okay, also Dreieck und dieser. Okay. Das ist aber das falsche Zeichen. Ich muss die richtigen finden. Ich glaube, das war richtig. Ja, toll. Sind wir auch nicht viel weiter.
Also das und das ist schon mal richtig. Das und Dreieck. Notenschlüssel und Dreieck, oder ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Was ist das denn da? Keins davon. Ah, wir haben den Schlüssel hier gekriegt. Bringt uns aber auch nicht weiter, weil die Kiste hier im Weg ist. Tja, kann man, es muss ja, das, die Lösung muss hier irgendwo liegen. Also das mittlere Symbol ist schon mal korrekt hier. Wir müssen so ein Und-Zeichen finden und so eine Linie. Okay, dann gucken wir nochmal. Vielleicht können wir einfach drüber hier mit so einer Kiste. Da über den Zaun springen oder so. Okay. Hui. Hui. Was sollen wir denn machen? Okay, wir können da nur irgendwo runterspringen. Das ist so fies, das Spiel. Ah. Aua. Das war die einzige Möglichkeit zurück. Und jetzt sollen wir den ganzen Weg nochmal machen, oder was? Da gibt es doch irgendwie eine Möglichkeit, hierher zu gehen. Sieht so aus, ne? Oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber sieht ziemlich zu aus. Ah, da liegt aber was. Wie kommen wir denn auf die andere Seite? Ah, doch, hier kommt man hin. Irgendwie. Ah, da geht's auf gar keinen Fall weiter. Hm. Nochmal wieder drüber. Ist das alles verwirrend? Ah, jetzt die Tür auf. Ah, okay. Trotzdem mal, ob wir jetzt mit der Kiste da drüber kommen. Ist ja witzig, dass du, dass du erst die Kiste in die Hand nehmen musstest, bevor dieses Viech kam. Vielleicht aber auch die Tür aufschließen, ich weiß es nicht. Okay, wir müssen noch mehr Zeichen Ausschau halten. Erst haben sie uns die Schuld an dem Teufelsfieber gegeben. Typisch, Immigranten und arme Leute sind immer die, die Schuld haben. Aber wer von euch, dass die Weinproduktion stoppt, während das Fieber umhergeht? Dann haben wir rebelliert, haben alle Weinflaschen zerstört, die wir finden können, oder haben die Wirtschaft zerstört. Dann haben sie nach Führern gesucht und Organisatoren. Also haben wir unsere Straßen mit dem Wein we stained our streets with the wine. Also haben wir unsere ja, Straßen mit dem Wein gewässert und haben sie aus den Balkonen gehangen. Falls du einen verurteilst, verurteile uns alle.
dann wurden wir in unser Ghetto eingesperrt. Keine Möglichkeit mehr, Essen oder Wasser zu bekommen. Ein toter Hund kann Rabies verteilen. Can spread Rabies, keine Ahnung, Rabies ist. Sie haben uns in den Wahnsinn getrieben. Sie haben uns zu Tode verhungern lassen. Sie haben uns verhungern lassen. Wir hatten keine Wahl, um uns zu bewaffnen und versuchen, hier rauszugehen und die Brücke mit Gewalt zu überqueren. Sie haben uns massakriert, aber viele haben gesehen, dass man aus den Fenstern gesprungen ist und in die Flüsse hinein, dass es eine Möglichkeit ist. Selbst wenn es bedeutet, dass man sein Leben riskiert am Wasserfall. Viele haben das getan, ganze Familien mit Kindern. Sogar die Älteren, die nicht schwimmen konnten. Die Alternative war, hier zu verhungern. Zum Schluss kam das Schlimmste. Kannibalismus. Ach du Scheiße, es ist wieder richtig dark. Oh no! Okay, und er hat den Brief gehalten. Alles. Eben ein bisschen schräg hier alles, ne? Ich höre Musik. Hä? Okay. Aua. Sie sind alle verhungert. Ich blicke hier nicht mehr durch. Ich habe mich hier ein bisschen verlaufen. Ah, okay. Hier geht's weiter. Ein bisschen irgendwie höher. Oder doch hierher? Wo kommt die Musik her? Wie schrecklich. Aber hier sind Pflanzen. Haben sie versucht, noch Pflanzen zu züchten? Sie kommen. Die Kannibalen stehen vor unserer Tür. Ich kann sie hören, wie sie Stück für Stück die andere Seite niederreißen. Meine Tochter sind mutiger als ich und haben ihr Glück versucht, in den Fluss zu springen. Ich hoffe, sie überleben den Wasserfall und haben nicht mehr von diesen psychotischen Angriffen, Attacken. Ich bin ein Feigling. Ich habe nicht die Eier es zu tun. Ich will einfach nur in Frieden sterben. Falls ich sterben muss, dann wenigstens mit meinem Lieblingssong, der spielt. Holy shitty, shittily diddly. Jetzt wird es aber richtig dark hier. Wenn das alles alles hier vorbei ist, können andere mich verurteilen. Ich lasse diese Nachricht als Aufzeichnung, was ich getan habe. Sie haben uns zerdrückt, haben uns verlassen und uns zu Tode verhungern lassen. Mein kleiner Junge ist gestorben und ich wollte nicht, dass dasselbe mit meinen Zwillingsmädchen passiert. Das ist der Grund, warum ich Kannibalist wurde. Oder zum Kannibalismus getrieben wurde. Ich habe versucht, so wenig Personen wie möglich zu töten und zu essen, nachdem sie so lange Zeit meine Nachbarn waren. Aber ich weiß, es ist ein Verbrechen. Mein Name ist Richard Anau. Falls ich immer noch lebe und bei, ja, ja und ja.
geistig gesund bin. Wenn das Teufelsfieber vorbei ist, verurteile mich. Ich bin der einzig Schuldige. Meine Zwillingskinder wissen nicht, was für Fleisch ich zurückbringe und dass es menschliches Fleisch ist. Verurteile mich nicht, sie. Ich werde was auch immer tun, um zu überleben. Okay. Mal gucken, ob wir hier irgendwie rauskommen. Da haben sie aber einige Menschen gegessen, würde ich sagen, ne? Der Hunger war groß. Ja, okay. Kann man verstehen. So, hier geht's raus, da geht's hoch. Oh, noch einer. Okay, alles voller Tote. Okay. Ah. Tageslicht. Okay, wo sind wir? Da ist die Brücke. Da ist die große Brücke. Wir sind also auf der Seite. Alles klar. Ich mache jetzt mal eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Bis gleich. Okay, weiter geht's. War hier noch eine Note? Nee, aber einige Dinger, die ich aufziehen kann. Aber es ist so dunkel, dass ich es eh nicht sehe. Brauchen wir, glaube ich, gar nicht versuchen. Okay, jetzt sind wir in den oberen Bereichen. Ich weiß aber nicht, ob es hier viel besser ist. Auf jeden Fall gibt es hier einen Hebel. Okay. Kommen wir aber auch noch raus, wenn wir uns beeilen. Deswegen gucke ich mich hier nochmal um. Gruselitsch. Okay, hier gibt es sonst nichts mehr. Dann hier raus. Es ist so scheiße dunkel. Okay, es scheint jetzt eine Art... Oha. Verbrannt, wie es scheint. Okay, da sind wir rausgekommen. Wir folgen einfach den Leichen. An alle die, die zuhören wollen. Reißt diese weingetränkten Laken und Stoffe von euren Balkonen und Fenstern. Ja, ich unterstütze, was sie repräsentiert. Ich sage nicht, dass es aus ideologischen Gründen ist. Mir ist etwas aufgefallen. All meine Nachbarn, die verrückt geworden sind, hatten weingetränkte Vorhänge da hängen. Als mein Ehemann angefangen hat, paranoid und psychotisch zu werden, habe ich die Decken fallen in den Fluss versehentlich fallen gelassen. 2 Stunden später war er wieder normal. Wir haben immer noch das Fieber, aber wir haben nicht mehr halluziniert. Reißt die Laken runter und die Decken. Nimmt sie jetzt runter. Okay, vielleicht macht der Wein, dass man halluziniert? Ich meine, wir haben ja scheinbar auch immer wieder Halluzinationen von diesem kopflosen Typen. Immer da, wo Wein in der Nähe war? Kommt das hin? Okay, warte mal. Oh nein. Oh nein, es geht einfach immer weiter hoch. Wir müssen wieder runter. Okay, und dann kommt das Viech, wetten. Ha, siehst du? Halluzinieren? Oh no. Oh no, 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 no. Okay. Oh no! Aha. Oh nein.
Warte mal, dieses Teil. War doch das, das war doch richtig, oder? Rannte der hier nicht rum? Ist weg. Und dieses und? Das ist derselbe Code wie gerade, aber wo finde ich die Lösung? Ah. Alles klar. Mal aufschreiben, ne? Wäre nicht schlecht. Also. Vielleicht finden wir mehr davon. Ich zeichne mir das eben ab. Also das ist geht schneller als abfotografieren, glaube ich. Okay, da geht es nicht mehr weiter. Long Code. Okay, wir müssen den Code finden. Ja, wenn das Viech jetzt gleich hier rumhängt. Okay, okay, okay. Aha. So, irgendwie. Und das Teil. Dieses Und-Zeichen. Hat auch dieses hier. Ja, alles klar. Müssen wir noch was wissen? Okay, und dieses Zeichen hier. Auch dieses Zeichen hier. Okay. 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 Da ist noch was. Der Eingang. Sind wir wieder zurück? Der dritte Weinsee geklärt. Okay. Wichtige Veröffentlichung über die Todesstrafe. Nach den letzten Aufständen und diesem Blickfall aufgrund des Teufelsfiebers in der Nachbarschaft sind alle Bewohner dazu aufgerufen und müssen in ihren Häusern bleiben, bis weitere Infos da sind. Keine Ausnahmen. Jeder, der diesen Befehl missachtet, wird gefunden und exekutiert. Zusätzlich, wenn man weingetränkte Laken oder andere ähnliche Textilien aus dem Fenster oder Balkonie hängt, ist streng verboten. Wenn sie nicht innerhalb von 24 Stunden weggenommen werden, wird dies als Akt zur Rebellion verstanden. Die Verantwortlichen sind autorisiert zu schießen oder auf jeden zu schießen, der auf diesen Balkonen oder Fenstern steht. Gutes Verhalten und striktes Einhalten dieser Anordnung wird hier in Zukunft quasi, dann wird man gut stehen bei den Bunny de Bosque Winery. Diese Befehle ohne weiteren Fragen entgegennehmen, werden mit größeren, mit höherem Lohn belohnt. Ja, alles klar, ne? Hinterfragen Sie nicht. Was haben wir hier?
Dinge bewegen sich in meinem Haus. Es passiert hier, seitdem der Händler in die Stadt kam. Erst dachte ich, es wäre nur meine Katze. Aber es passiert nur, wenn der Händler nicht arbeitet. Ich habe ihn damit konfrontiert, aber er hatte die Nerven, mich verrückt zu nennen. Ich kann meine Geschäfte nicht mit ihm nicht mehr tun. Ich werde mich in den Schatten verstecken und werde auf ihn warten. Er wird früher oder später zurückkommen. Okay, aha. Okay, irgendwie müssen wir hier den Zug clearen, ne? So kommen wir zurück. Wir müssen ja wieder auf die andere Seite. Um diesen Code einzugeben, kommen wir nicht hier drüber? Hebel fehlt. Na, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen wir doch hierher, hä? Haha. Und können da hinten wieder die Tür eingeben, den Code. Weil wir haben ja jetzt alle Zeichen, oder? Hoffe ich zumindest. Dass jetzt so schlau war. Oh, nee, das war nicht so schlau. Wenn wir Pech haben, müssen wir jetzt den ganzen Weg nochmal gehen. Haha. Der Code-Panel ist weg. Was soll denn der Scheiß? War wahrscheinlich einfach nicht geplant, dass wir das machen, hä? Okay. Wir müssen irgendwie wieder auf die andere Brücke kommen. Na, ob das jetzt so einfach funktioniert? Mal sehen. Zumindest kommen wir jetzt hier wieder irgendwie raus, ne? Oh, ist ja falsch. Warum spielt denn das Ding jetzt? Ich habe das doch ausgemacht. So eine Frechheit. Okay. Da ist die Brücke. Kam hier raus, hier kam er raus. Schade, Daniel, denkst du bist schlau? Ja, denkt mal, man ist schlau und hat jetzt den Code und rennt zurück. Arschlecken. Okay, das heißt, wir müssen einen Hebel finden. Was ist denn da? Achso, das ist nur so ein Ding. Okay. Och, guck mal, hier hängen überall diese roten Dinger. Das sehe ich ja jetzt erst. Und da hängt auch einer. Überall. Ach, guck mal hier. Hier kommst du eigentlich mit Zeit rein. Erfolg! Die Rebellenanführer sind öffentlich exekutiert worden. Diesen Morgen wurden die Anführer der Rebellen der Aufstände in den Slums exekutiert und von aufgehangen an den Dingern an der Brücke, die sie überqueren wollten. Der Gouverneur hofft, dass sie als Exempel dienen für jeden, der versucht, aus dem Ghetto zu entkommen. Und dass andere zweimal nachdenken, bevor sie sowas Ähnliches versuchen.
dass die Solidarität, dass keine Solidarität mehr gezeigt wird gegenüber ihren den gesunden Bewohnern, kann nicht unbestraft bleiben. Die Körper wurden so aufgehangen, dass die von dem Ghetto sehen kann, wie sie zerfallen und verrotten. Einige der Organisatoren, die verwundet, aber nicht getötet wurden, wurden auch lebendig aufgehangen. Aber ich schätze, sie werden innerhalb der nächsten 2 oder 3 Tage sterben, weil sie weder Wasser noch Essen bekommen. Gewalt und die volle Kraft des Gesetzes. Haben sie ja richtig, richtig gezeigt, das, ne? Okay, das steht wieder. Das hatten wir schon. Todesstrafe. Okay, hier geht es definitiv nicht weiter, aber das können wir nehmen. Ja, Androhung der Todesstrafe. Ja, hier hängen sie überall. Ja, beim Vater. Okay, jetzt ist die Frage, jetzt bin ich hier runtergejumpt. Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht mehr zurück, aber ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Wir müssen einfach nur an den Leichen vorbei. Hui. Und wieder sehr, sehr dunkel hier alles. Sehr, sehr dunkel. Ah, eine weitere Nachricht. Zeitung. Eine weitere Zeitung. Der Export der Bunny de Bosque Swine brecht Rekorde. Vor 150 Jahren haben die Bunny de Bosques die neue Weinfabrik oder das neue Weingut unter der Vaterstatue aufgebaut. Zu dieser Zeit war es kontrovers. 6 Jahre später wurde die Arbeit vollbracht und das Tagesgeschäft begann. Jetzt fangen sie an, ihre Erfolge von dieser Zeit zu bekommen. Der Export der ersten Weinflaschen des gealterten Weins aus der neuen Weinfabrik hat begonnen. Die tolle Textur und die fruchtige Note des Rotweins haben gemacht, dass jeder es mag. Jeder den Wein mag. Woche für Woche werden neue Rekorde gebrochen in Sachen Exporten und Verkäufen. Der Fakt ist, dass der einzige Grund, warum der Wein noch nicht exportiert wurde, hat mit logistischen Aufgaben zu tun, die bald... Achso, der einzige Grund, warum nicht noch mehr Wein verkauft wird, hat mit logistischen Aufgaben zu tun, die bald gelöst sein werden. Das Schienensystem ist nicht genug und die Züge sind überhitzt. Das hat es nötig gemacht, uns alternative Routen auszudenken. Nicht diejenigen, die speziell dafür hergerichtet wurden, um die Stadt und die Weinerie und die Häfen zu erreichen. Einige Mitarbeiter, hauptsächlich Immigranten aus den Slums, haben vorgeschlagen, all die unbezahlten Überstunden, die sie machen, oder haben vorgeschlagen, unbezahlte Überstunden zu machen für die Arbeit. Hä? Have complained. Ach nee, haben sich beschwert über die unbezahlten Überstunden, die sie diese Arbeit machen. Diese Zeitung verurteilt diese selbstverliebten Eigenschaften, die nicht für das Allgemeinwohl arbeiten. Die Ökonomie, ja, die Wirtschaft oder der Wirtschaftsboom, der von diesen Rekordexporten kommen wird, wird jedermanns Lebensqualität verbessern. Also müssen wir annehmen, dass kleine Opfer nötig sein werden, um wie zum Beispiel längere Arbeitsstunden. Okay. Also die Arbeiter, die Immigranten. Die Migranten wurden ausgenutzt, um noch mehr Wein zu exportieren. Das ist ja alles fürs Gute hier, ne? Ist ja alles fürs Allgemeinwohl.
Oh, das sieht... Oh, wow, ja, ist ja gut. Alles klar. Nein. Ich werde nicht die Brücke... Aua. Ich werde nicht die Brücke überqueren. Okay, wahrscheinlich muss ich das Fass nehmen, um da weiterzukommen. Alles klar. Wo ist er? Weg ist er. Ah, das war cool. Hä? Ich sehe nichts. Ja, jetzt bin ich auf der anderen Scheißseite der Brücke. Und jetzt? Ach, da oben muss ich irgendwie hin. Hä? 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 Jetzt bin ich oben. Wo muss ich hin? Ach, weiter nach oben. Okay, so komme ich zurück. Komme ich zurück? Ach so. Hat mich nur jemand zur Freundesliste hinzugefügt. Okay, so komme ich zurück. Ach, so komme ich über diese Tür hier, hä? Hier rüber? Warte mal. Ach nee, hierher. Ich muss hier über die Planken gehen, genau. So, kommen wir hier hin und dann? Da runter, aber ist das der Ort, wo wir wirklich hin müssen? Ja doch, ich glaube schon. Ah ja, hier, Loch im Boden. Wieder so ein dummes Rohr. Okay. Im Keller, ja. Gewölbe, Kanäle. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ah, ich glaube, wir sind irgendwie auf der anderen Seite. Kann das sein? Müssen wir hier irgendwo diesen Hebel finden? Da ist auf jeden Fall eine Note. Wie es scheint. Okay. Und wir kommen wo raus? Oh! Beim Sargmacher. Schön. Und was ist hier oben? Ach, der Hebel. Ach, guck mal. Dann können wir den noch einfach hier runterschmeißen, oder? So. Naja. Nein, hier. Da dran. Okay. Was ist hier noch? Noch mehr Sarg. Können wir ihn dahin? Wir brauchen ein Fass oder so. Irgendwas, was wir da hinstellen können. Okay, ich guck mal, wie die Schienen sonst noch so hinführen. Da kann man noch runter. Ach du Scheiße, ey. Okay, wahrscheinlich.
Was hat denn das für einen Sinn, dass der Zug hier fährt? Hat das irgendeinen Sinn? Wir holen uns den erstmal. Oh. Das hat bestimmt einen Sinn irgendwo. Ich lauf mal vor. Ja, kommt. Langsam, aber sicher. Ach so, wir müssen da irgendwie drauf, damit wir da drüber kommen. Verstehe. Ah, ist nicht schlimm. Dann können wir das hochmachen. Wir lassen ihn erstmal, ich lasse ihn erstmal weiterfahren, weil ich will noch gucken, was da hinten ist. Ob man hier noch irgendwelche Secrets finden kann. Weil so kommen wir einfach hier drüber. Das ist der Grund. Okay, aber wir können einfach dann zurückfahren. Ich guck mal eben, ob das passt. Sieht so aus. Da geht's dann weiter. Hier stoppt das. Alles klar. So, dann machen wir nämlich das einfach hoch hier. Da muss er nicht ganz bis zum Ende fahren. Und dann kann ich mich erstmal hier vorne umgucken, wo es denn hierher geht. Ach, da sind wir reingekommen. Das ist der Eingang. Genau, hier kann man nicht weiter. So kommt man einfach wieder zurück. Aber was für einen Sinn ergibt das? Und was ist noch hier? Ah, hier ist dieser, da ist die Tür, wo wir nicht reinkamen. Wo man hier wieder zurückkommt. Ah ja, verstehe. Warte mal, das ist der... Waren wir hier nicht schon mal? Ganz am Anfang? Okay. Hinweis zur Bestattungsfirma. Ab heute ist die Benutzung von Holz, um Konstruktionen herzustellen, strengstens verboten. Ab sofort alle unbenutzten Caskets, keine Ahnung, Bretter oder sowas, müssen zu den verantwortlichen zu den Verantwortlichen übergeben werden. Das Holz nur dazu benutzt wird, Barrikaden zu bauen und Wände. Die für die Bereiche, die am meisten von der Pandemie betroffen sind. Als eine direkte Konsequenz, all denen, die gestorben sind in den Slums, werden nicht beerdigt werden. Ihre Körper sollen draußen, liegen gelassen werden. Holz ist selten geworden auf der Insel. Wir müssen, mit Bedacht vorgehen oder so. Weil Leute schuldig daran sind, dass sie sich das Teufelszwieber geholt haben. Und deswegen bieten wir ihnen keine ehrenvolle Beerdigung an, die sie nicht verdienen. Okay. Okay, da kann man wieder raus. Ja, okay. Kommt man hier hin? Nirgendwo hin. Gut. Gut. Wir irren derweil weiter hier rum. Ach so, wir müssen wieder zurück. Klar.
Das geht natürlich dann hierher. Warte mal, da ist die Brücke, dann müssen wir hierher. Okay, ich dachte, es gibt noch ein bisschen mehr zu entdecken, aber scheinbar kommt man so einfach nur wieder zurück. Ist aber cool, dass sie da sich so Wege ausgedacht haben, dass man halt auch wieder zurückkommt. Oh, ich hoffe mal, wir sind schnell genug. Aber es sollte eigentlich reichen. Nein! Oh. Doch, reicht. Ich weiß nicht, wo ich da gerade gelandet bin, aber egal. Wir sind drauf. Zack. So, der romantische Trip geht weiter. Sowas gefällt mir gar nicht. Aua! Was? Er hat mich abgeknallt! Warum? The Somalia completed. Nachdem ich getroffen wurde, wurde alles verschwommen. Du fängst an, dann an deinem eigenen Blut zu würgen. Die dunkle Figur vor dir ist komplett still. So wie dein Leben dahin siegt. Plötzlich greift dich die dunkle Figur und fängt an, dich durch die Schienen zu ziehen. Du wirst ohnmächtig. Nach einer Weile erhältst du dein Bewusstsein zurück. Du bist nackt. Jemand hat deine Wunden geheilt. Es gibt keine Nachrichten an den Wänden. Warum bin ich nackt? Okay, ich sehe es nicht. Okay. Ein Schlüssel. Ach nee, es gibt eine Nachricht an der Wand. Mal sehen. Sieh mal, die ersten kamen zum... Was? First L? Look, at first I came to the capital. Ach so, sieh mal, erst kam ich zur Hauptstadt, um verrückte Leute wie dich zu retten. Aber jetzt, ich habe eine Verbindung zum Jagen und Töten deiner Art gefunden, aber... Ich habe zweimal darüber nachgedacht. Ich habe entschlossen, dich nicht zu töten. Noch nicht jetzt. Ich habe eine schöne Zeit mit dir. Du bist willkommen. Du bist willkommen, deine Wunden zu heilen. Ich habe die letzte ungeöffnete Flasche von Rotwein. Willst du sie immer noch? Ich warte auf dich in den Weinkellern. Du bist immer noch im Delirium. Aber falls du es schaffst... mich zu finden, gebe ich es dir. Ich habe dir einen Schlüssel da gelassen, um die Tür zu öffnen. Okay. An dem Schrank neben deinem Schlafplatz. Ich warte auf dich. A.R. Okay, im Weinkeller. Na, sowas. Zumindest ist wieder Tag, ne? Hier geht's nicht weiter, oder? Ach, das sind die Schienen. Oh, er hat mich die Schienen lang geschliffen. Deswegen auch die Blutspur hier. Okay, dann müssen wir hier raus. Das ist wieder die Vaterfigur. Oder die Mutterfigur, ich weiß es nicht. Sind wir hier in der Nähe von dem Ort, wo wir schon mal waren? Könnte gut sein. Müssen wir da runter? Ne, da müssen wir her. Da ist ich fast runtergesprungen. Okay. Da ist wieder die wunderschöne Stadt. Und ein Sarg. Und noch ein Sarg. Und hier sind wieder Schienen.
Um hier hochzukommen wahrscheinlich, oder? Ja, kommen wir auch einfach hier hoch. Hm. Es ist alles so groß. Da ist eh zu. Alles zu. Okay. Komm in den Weinkeller. Wo soll er denn sein, ey? Okay, da hinten war aber eine Note, habe ich gesehen. Das könnte der Weinkeller sein. Mal sehen. Memo von der Beerdigungsfirma. Über die Arbeit, die mit der Weinerie zu tun hat. Wir sind traurig, euch zu informieren, mit unserem größten Respekt, dass wir sofort alle Bergung der Leichen der Bunny de Bosque Weinerie Arbeiter aufhören müssen. Einige unserer Mitarbeiter fangen an, dieselben Symptome aufzuweisen wie die Mitarbeiter der Weinerie. Das Weinguts. In unserer Abwesenheit empfehlen wir, dass tote Körper verbrannt werden. Wir verstehen, dass eure Entscheidung, die Leute nicht mehr zu beerdigen oder diese Entscheidung, die Leute nicht mehr zu beerdigen, die Weinfabrik in Konsequenzen führen wird. Auch so als eine Geste des Respekts zum Gouverneur und all den Bunny de Bosques werden wir nicht jemanden. Will not let anyone know. Werden wir nicht niemanden wissen lassen, was in der Weinerei vor sich geht. Okay. Alles sehr mysteriös, mysteriös, mysteriös. Es ist alles einfach zu. Ah, da können wir her. Diese Weinerie ist accused. Heute machen wir einen Monat, der seit diesem schicksalhaften Tag. Heute ist ein Monat vergangen seit dem schicksalhaften Tag, wo so viele meiner Mitarbeiter. Was ist denn Parish nochmal? Gestorben sind. Also verendet sind im Landstrich. Die Lösung der Bunny de Bosques. Sie zwingen uns endlose Stunden bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Viele Arbeiter leiden an diesem starken Fieber und schrecklichen Halluzinationen. Die Lösung der Bunny de Bosques. Sie arbeiten uns zu Tode. Falls nötig ist, repariert sie diese alten Keller. Nachdem wir sehen, dass Arbeitskollegen sterben Tag für Tag, bin ich endlich aufgewacht und habe den Mut aufgebracht, wegzurennen. Ich habe meine Konsequenzen akzeptiert. Ich habe sie nach mir suchen lassen in den Wäldern und habe Iris akzeptiert. Also er hat sie dann umgebracht oder was? Ah, da! Da gibt's ein Katzendingsbums. Ich muss bestimmt was finden, dass ich da drüber komme, oder? Ey, wie soll man denn da immer hinkommen? Verstehe ich's nicht. Da muss es doch eigentlich was geben, oder? Um hier drüber zu kommen. Hm. Können wir was aufheben, was davontragen? Ich habe keine Ahnung, wie man an die Secrets kommen soll. Wahrscheinlich muss er ja schon irgendwie so ein Fass finden oder sowas. Vielleicht ist was auf dieser Seite. Hier ist einfach nur dunkel. Ah, man kommt schon hier irgendwo hin. Aber auch hier ist sonst nichts. Außer Leichen, die überall den Weg pflastern. Oh, noch eine Note.
Heute ist der Tag. Wir sterben wie die Fliegen in dieser Weinerie. Das Fieber jagt uns mehr und mehr jeden Tag, aber sie zwingen uns weiterzuarbeiten, dass die Weinproduktion nicht anhält. Zeit zu akzeptieren, dass früher oder später wir sterben werden. Jeder, der weggelaufen ist, wurde gefangen. Wir haben keinen Weg nach draußen. Falls wir sterben, dann wird es sie hoffentlich treffen, genauso wie es uns trifft. An alle Mitarbeiter, die das lesen, hört meine Nachricht. Heute, wenn jeder so weiterarbeitet wie normal und um Mitternacht, während die Wächter ihre Mittagspause haben, oder mittags, während die Wächter ihre Mittagspause haben, macht so viele Weinflaschen wie möglich kaputt. Den Älteren, der noch mehr gealtet ist, und der Teurere, je mehr von dem Alten, der umso besser. Es wird Kugeln auf uns hageln, aber sie können uns nicht alle stoppen. Okay, Rebellion der Arbeiter. Also Wasser, das Fieber scheint ja irgendwie mit dem Wein zu tun zu haben. So als ob der Wein das Fieber auslöst. Also warum ist der Wein die Lösung? Irgendwie hängt das alles zusammen. Es ist spooky. So, ich denke mal, hier müssen wir rein. Oha. Oha. Das sehe ich ja jetzt erst hier. Was eine Falle. Ist da die letzte Weinflasche? Sieht ja nach Weinkeller aus, hä? Okay, das war jetzt wirklich spooky hier. Na, da bin ich ja mal gespannt. Die Leichen einfach abgedeckt. Oh, da geht's weiter. Hab ich's gar nicht gesehen? Wow! Da ist er ja! Okay. Schießt ja gar nicht auf mich. Aha. Was muss ich jetzt tun? Hebel drücken. Junge, was muss ich tun? Ich habe keine Ahnung. Hier ist alles zu. Muss ich wieder zurück? Nee, es muss irgendwas da sein. Willst du mich verarschen? Es muss irgendwo Schalter geben. Können wir irgendwo durch oder? Ach, hier! Ach, guck mal hier.
Okay. Okay, wir sind also jetzt hinter ihm. Haben wir noch einige Rätsel vor uns, ja? Au! Au, ey! Ah, fuck! Wie weit kommen wir denn wohl? Okay, er schießt auf uns, wenn wir... Oh Gott, ey! Alter! Ich war hinter der Mauer, du Vollhonk! Seit wann kann er durch die Mauer schießen? Ey, da spielst du hier Stunden und das Spiel wird wieder beschissen. Okay, lass mal sehen. Also, wir müssen irgendwie, am besten rennen wir erstmal vorbei. Ja, alles klar, Junge. Alles klar, leck mich am Arsch. Aua! Ich bin hinter der Mauer! Ah, okay. Verstehe. Wie kommen wir da jetzt weg? Oh, wo ist denn hier? Wo geht denn hier weiter? Okay, das heißt, wir müssen doch erstmal wieder zurück. Wir können es direkt neben dem Hebel verstecken. Genau hier. So, das war der erste Streich, der zweite Streich. Oh, jetzt kann man auch hier runter. Wo kommen wir denn noch hin? Unterste Ebene, knack. Gibt's hier vielleicht eine Waffe? Ah! Nein! Aua! Nein, das darf doch jetzt nicht wahr sein! Ich liebe das Spiel. Okay, also wenn ich ihn da rauslasse, okay, wahrscheinlich müssen wir da rein.
Aber wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier ist sonst kein Ausgang. Hier ist kein Ausgang. Kann jetzt jemand im Kreis rennen? Ja. Aua! Ich will weiterlaufen! Ich hänge in der Wand fest! Ich hasse das! Das ergibt doch keinen Sinn! Vor allem, was sollen wir jetzt da unten? Wäre ich mal weitergegangen. So, wo kommt er her? Hier unten. Aua. Und jetzt hier rechts. Drück schon. Alter! Leck mich doch am Arsch, ey. Arschlecken. Raus da! Mann! Ich hasse das. Sobald er dich erwischt, hängst du in der Wand fest und kommst nicht mehr vom Fleck. Das ist doch kein Spiel. Das ist doch dumm, sowas. Wie kann man denn so einen beschissenen Aspekt hier einbauen? So, wo ist er? Ey! Wo soll ich denn hin, du Vollhonk? Oh, da ist mir wie die Puste aus. Das kann man auch gar nicht schaffen. So was Bescheuertes hier. Fick dich! Ich werd verrückt. Hier ist wieder alles. Oh nee! Verarschen! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Okay, immerhin können wir jetzt hier wieder anfangen und die Zeichen suchen. Und? Okay, und das. Aber nicht das, was ich suche. Ich suche das Ohm-Zeichen. Ich suche. Ja, jetzt. Wenn man einmal irgendwo in der Wand festhängt, wenn er dich einmal geslappt hat, dann keine Chance, ey. Das scheiß Ohm-Zeichen suche ich. Das muss da irgendwo sein. Und das, ja, wo ist das Ohm-Zeichen? Wer weiß, wo sich das versteckt, ey. Hier irgendwo drin. Da ist eine Tür.
Gibt's kein Ohmzeichen. Oh Gott, ey. Lass mich doch mal in Ruhe hier gucken. Ja, Spaß. Dieses Spiel macht so Spaß. Da oben. Muss einfach durchprobieren. Aber vielleicht steht es ja auf Kopf. Kann ich nicht. Nicht genug Zeit. Wrong code. Ach Gott, ey! Wenn das Befehl nicht funktioniert hier, dreh das jetzt um! Jetzt aber! Und da hänge ich wieder an der Wand fest. Also 1, 2 ist es nicht, dann 3 mal drehen. Ne, 2 muss ich noch ausprobieren. Ist jetzt einfach Try and Error hier. Wo ist er? 1, 2. Slappt mich wieder zu Tode hier. Das war's? War's das? Nee, wrong code. Dann versuchen wir das dritte. Es klappt einfach nicht. Ich versuche drauf zu gehen, er reagiert einfach nicht. Wrong code. Irgendeiner davon muss es doch sein. Wrong code. Willst du mich eigentlich verarschen? Da gibt es hier mehrere von diesen Dingern. Ich komme mir verarscht vor. Wahrscheinlich ist hier irgendwo in den Dingern ist wahrscheinlich die Lösung drin. Wrong code. Muss doch noch mehr davon geben. Alter, wie scheiße ist das Spiel denn, bitteschön. Ah, wir brauchen einen Hebel wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich muss da irgendwo ein Hebel sein. Wir müssen gar nicht durch die Codetür, sondern irgendwo muss ein Hebel versteckt sein. Irgendwo in den Schränken. Das würde wahrscheinlich auch Sinn machen. Da kommen wir aber nicht rein. Alter! Es nervt einfach nur noch. Es sind ja 2 Türen. Wie komme ich denn in diese Tür rein? Wenn er dich einmal erwischt, kommst du nicht weg, weil er slappt dich in die Wand und dann hängst du in die Wand. Also sowas Beschissenes habe ich ja noch nie erlebt, ne? Der darf dich nicht erwischen, sonst hängst du in der Wand. In diesen engen Räumen. Ich denke, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Der irgendwo sein muss. Ja, slapp mich zu Tode. Alles klar, ist gut, Junge. Ey, wie schnell ist er denn auch? Das ist total unrealistisch. Da ist kein Schlüssel. Doch, da ist ein Schlüssel. Dankeschön. Jetzt slapp mich zu Tode, Junge.
habe ich jetzt? Laterne. Ah, da, hier. Kreis und Dreieck oder sowas. Au, 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 nein. Ich kann das einfach nicht verändern. Der Hurensohn jagt mich. Was da? Das war nicht der richtige Kreis. Das ergibt doch keinen Sinn. Und? Hier unten muss auch noch irgendwas sein. Kann ich den nicht hier einsperren? Was ist denn noch hier? Ah! Okay, wir brauchen das andere und. Und dieses, ja, dieses Lambda-Symbol, was das ist. Ich möchte das da. So, da. Und Kreis und Dreieck. Es muss noch einen gehen. Ach, guck mal hier. Hier geht's weiter. Verdammte Scheiße. Oh, der Hebel. Oh, nee. Nein. Ist jetzt nicht dein Ernst. Ist nicht dein fucking Ernst. Was für ein Scheißspiel. Wenn man das aus diesem Gesichtspunkt betrachtet. Wo war die Tür mit Hebel? Hier rechts irgendwo. Ja, alles klar, ich bin ja schon weg. Lass dir Zeit. Nein, ich hänge. Was? Nein, ich hänge. Ein Versuch habe ich noch. Da muss ich los. Fuck my life. Alles nochmal. Okay, in welcher Schublade war es? In der hier. In der Schublade. So, damit kommen wir in die Tür rein. Ach du Scheiße, hier haben wir Kreis und Lampe. Was? Dann kriegen wir die Taschenlampe. Dann kommt der. Der Taschenlampe sehen wir, dass es hier weitergeht. Haben den Hebel. Legen den Hebel mal hier hin. Warten, bis er kommt. Da kommt er. So, drehen noch eine Runde. Kann er da runterspringen? Kann er nicht, er kommt zurück. Hui. So, jetzt kommt er gleich von der anderen Seite. Wir müssen versuchen, das Teil so weit wie möglich hochzuschleppen. Keine Ahnung, wie er uns wieder gekriegt hat, aber ja gut. Gib mir den Hebel. Kommt der eigentlich hier hoch? Ja, er kommt da hoch.
Komm doch zurück. Ach Mann, das ist doch nicht wahr. Einfach nicht, das ist doch so scheiße mit dem Hebel. Das ist doch einfach nur scheiße. Warum kann er 3 Meter gegen den Wind slappen, ey? Nein! Na komm hier hin. Da kommt er schon wieder. Geh hier hoch. Ich hänge. Warum hänge ich denn hier? Was für eine Scheiße! Oh, ja, und so bin ich schon wieder in der Ecke. Leute, vergesst es. Es ist doch nicht wahr, oder? Wenn man nicht wenigstens immer in der Ecke hängen bleiben würde, wenn er einen erwischt, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, da rauszukommen. Aber das war's jetzt erstmal für mich. Ich brauche ein bisschen Ruhe. So, ein neuer Versuch, ein neuer Versuch. Oh Gott, ey. Aua! Immer wieder das Problem, dass man die scheiß Tür nicht aufkriegt. Okay. Ah. Wo war die scheiß Tür denn? Hier, glaube ich. Taschenlampe. Da kommt er wieder. So. Übrigens, Sie sehen, hier kann man auch hoch. Machen wir das mal. Ach, hier sind noch mehr Zeichen. Ach du Scheiße. Das wird ja richtig irre hier. Wo müssen wir denn hier hin? Was ist... Kann er uns hier kriegen? Wo ist er? Da unten. Nice. Aua. Ja, man wird gleich wieder bestraft, wenn man versucht, irgendwelche Bugs auszunutzen, ne? Dann wirst du gleich wieder bestraft, dass er dich in die Wand glitscht. Ja, das ist, ach, schön. Schön, schön, schön. Also, auf einmal. Das ist so doof, dass du da keinen Savepoint zwischen hast. Das slappt da dich direkt wieder. Ich wünschte, es würde hier eine Schwierigkeitsstufe geben oder sowas. Das mag ich halt überhaupt nicht, wenn das Spiel eigentlich die ganze Zeit so vorwärts zieht. Und dann auf einmal geht gar nichts mehr hier. War es überhaupt so schlau? Wahrscheinlich kommt er jetzt da hoch. Komm mal hier in die hinterste Ecke. Das ist doch nicht wahr. Wie kriegen wir das denn da weg am besten? Hä? Warum bin ich jetzt schon... Ach so. Vielleicht können wir ihn hier hochlocken. Da hinten ist auch noch ein Schalter. Okay. Oh.
Ah, da brauchen wir das T. Ne, warte mal. Ohm und das T. Wo war denn der Ohm-Schalter? Ohm und das T. Ja. So, jetzt brauchen wir erstmal das Ding hier. Da ist er wieder. Ich wenigstens schaffe hier hoch, ey. Ist ja schon mal was. Ja, dadurch, dass man auch hier hoch kann. Es ist jetzt so dunkel hier. Dreieck und dieses Lambda. Ja, komm mal hier hoch. Warte mal, wir können dann hier hin. Ach nee, falsch. Das wollte ich. So, wo ist er? Da kommt er. Okay, oben und das T haben wir. Was brauchen wir denn hier oben? Hier oben brauchen wir das da. Dieses Kräuselding. Dreieck und Kräuselding. Okay, wo ist das Dreieck? Ah! Nein! Nein, bitte nicht! Was ist denn hier? Oha. Oh Gott, da kommen wir nicht raus. Okay. Kräuseldung und Tee. Wo war das denn? Ach, hier unten, glaube ich. Und das und? Ach du Scheiße, wie viele gibt's denn hier? Ich muss mir das, glaube ich, alles aufschreiben. Und das, okay. Ach Gott, ey. Das war im Keller. Ich glaube, das war richtig. So, jetzt brauche ich das Dreieck. Wo war denn das Dreieck beschrieben? Dreieck und das... Okay, Dreieck und das Lambda. Oh, runter. Ja, stopp, falsch. Wo kam der denn her? Das ist richtig. Okay, Kreis. Wo war der Kreis? Au. Der Kreis im Keller. Dreieck und das. Der Kreis war im Keller. Kreis und das Hufeisen. Da kommt er. Okay, Kreis und Hufeisen. Ach nee, war nicht hier. Ich kann nicht mehr rennen. Kreis und das Hufeisen.
Okay. So, hier drin haben wir jetzt alles. Den Keller habe ich, glaube ich, auch richtig, oder? Dieses Süd und das Tee. Das Tee, okay. Ich weiß, es ist gerade sehr stressig. Das Tee muss hier hin. Na komm schon! Da kommt er. Okay, hier ist auch richtig. Jetzt muss ich nochmal bei dem im Keller gucken. Im Keller war das Und-Zeichen. Das Und-Zeichen. Dann brauche ich noch das direkt neben der Tür. Okay, warten wir kurz. Huh! Kurze Verschnaufspause. Okay, Keller und oben ist okay. Aua. Das Und. Das Und-Symbol, da. Okay, das war auch richtig. Jetzt brauchen wir noch das, was direkt neben der Tür ist. Das war das Ohm. Ohm und das T ist doch richtig, oder? Ich meine schon. Versuchen wir's. Ja, aua, war richtig. Okay, locken wir ihn noch einmal durch den Keller. Dann können wir abhauen. Ich hoffe, das war's dann auch. Und nichts hier weg. Ah! Was? Oh ne. Oh ne, zwei. Was ist das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße hier? Sind hier zwei oder was? Hier ist was. Ey, das ist doch jetzt mal richtig fies. Das meinen die doch nicht ernst, oder? Das ist doch jetzt nicht wahr. Ey, das meint ihr doch nicht ernst. Wehe, es gibt hier keinen scheiß Savepoint. Dann kotze ich. Okay, es gibt einen. Warte, das ist doch derselbe Keller, wo wir schon mal waren, oder nicht? Ich glaube schon, ja? Derselbe Keller, nur dass wir diesmal rauskommen. Ohne Code. Okay, ich glaube, das war's. Okay, Taschenlampe geht nicht mehr. Oh, wir sind wieder draußen. Die Keller-Challenge. Fuck you, ey. Fuck you, Spiel. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Sehr gut. Es regnet Wein. Ich glaube, jetzt sind wir komplett durchgedreht. Der Blutregen, ne? Ist übrigens, Outlast 2, der Blutregen, war ein super Moment, fand ich. Haben sie hier definitiv übernommen. Ich gucke jetzt nochmal, ob man hier hinten jetzt vielleicht an dieses Secret drankommt. Vielleicht kommen wir da jetzt durch. Warte mal, wo müssen wir denn? Ach ja, schon wieder erschöpft. Genug gelaufen gerade. So, ich will es jetzt einmal ausprobieren. Ob man jetzt hier hinten in das Secret kommt. Ne, ist immer noch zu. Es ist immer noch zu. Ich habe keine Ahnung, wie man hier drüber kommen soll. Es sei denn, man holt sich ein Fass. Warte mal, da waren noch Fässer. Warte mal. Das wäre aber ziemlich eine ziemliche Rennerei. Aber was macht man nicht alles für ein Secret? Auf jeden Fall sich nicht ausruhen. Scheiß Stamina. Okay, ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht... Naja, das Ding geht nicht hoch. Okay.
Wenn ich mich recht erinnere, müssten hier Fässer gewesen sein. Warte mal. Hä? Hier das zum Beispiel. So. Das schleppe ich jetzt einmal durchs halbe Level. Guck mal, so ein Fass, ne? Kann ich mit rennen mit so einem Fass? Schweres Weinfass. Kein Problem. Aber wer? Du hast einen Schalter in der Hand. Der Nada. Das heißt übrigens nicht zu danken auf Spanisch, aber... Nada ist für mich immer so wie Nein. Deswegen sage ich das manchmal, wenn ich Nein meine. Naja. So viel zu meinen, zu meinen Ergründungen. So. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Natürlich kommst du da durch. Da hinten ist auch noch ein Loch. Warte mal. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Loch. Also komm nicht durch! Wieso kommt man da denn nicht durch? Was ist das denn für eine Scheiße hier? Wie soll man denn an das Secret kommen? Ich verstehe es nicht. Wenn ihr was wisst, könnt ihr gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie man an diese Secrets kommen soll. Die immer durch diese scheiß Latten hier beschränkt sind. Oder muss man es im zweiten Durchlauf machen? Ergibt für mich keinen Sinn. Das mit dem Fass war jetzt am naheliegendsten. Okay. Zurück zum... Ich hoffe, ich brauchte das Fass jetzt nicht zur Verteidigung. Das müssen wir wieder zurück. Weil ja... Der Heisenberg knallt uns jetzt wahrscheinlich ab hier. So, warte, wo mussten wir rein? Hier. Hier ist jetzt alles voll mit Blutregen. Okay, er ist weg. War das vielleicht seine Challenge? Ich wollte jetzt nochmal in den Keller, aber ist alles zu. Okay. Keller kommt. Wow! Wow! Ah, toll. Die letzte Flasche Wein. Es war nur ein Spiel für ihn. Aber wer ist er? Der Wächter. Ja. Was für ein Ende, ey. Wenn du am Ende noch nicht mal belohnt wirst, dann finde ich das echt immer traurig. Vor allem, weil er uns ja noch gerettet hat. Einige Jahre später. Okay. Oh, wir sind im Himmel. Okay, du kannst nicht zurück. Lass erst den Buchstaben am Grab zurück. Am Grab zurück? Wow. Impressive. Okay, gehen wir mal hierher. Ein Grab für was? Wow, das ist schon... Ach, guck mal, wir sind in der Nähe. Da ist nämlich die Vaterfigur oder die Mutterfigur. Wir sind ganz in der Nähe. Ist... Ach, dann ist das Vater. Oder Mutter, verstehe. Abgeschlossen, öffnet sich von der anderen Seite. Gibt es denn noch mehr Figuren hier?
Bleib auf dem Weg. Macht komische Sch... Oh. Der Hut. An die Helden. Zu den Apothecaries. Keine Ahnung. Und Heilern. Ja. Für die, die sich halt, für die Heiler und keine Ahnung was, die sich aufgeopfert haben in dem Kampf gegen das Teufelsfieber. An Albert Roig, der sein Leben dafür riskiert hat, zur abgeschlossenen, zur isolierten Hauptstadt ganz alleine zu reisen, um die schlimmsten infizierten Menschen zu retten. Er hat 47 gefunden und ihm war möglich, 8 zu retten. An die weisen Leute, dessen Entdeckungen grundlegend waren, um das Teufelsfieber zu enden. Okay. Haben wir vielleicht nur gefiebert? Neue Quellen von Wein 8 Jahre später entdeckt. Eine Gruppe von Jugendlichen haben eine nicht geleerte stehenden Pool von Wein in einem der selten benutzten Untergrundtunnel der Hauptstadt 8 Jahre später nach dem Teufelsfieber entdeckt. Oder nachdem das Teufelsfieber geendet hat. Während der ersten Phase der Pandemie, wo keiner genau wusste, dass der Bunny de Bosque-Wein das Fieber auslöst, haben viele Weinarbeiter rebelliert, weil sie immer noch gezwungen wurden, weiterzuarbeiten, um die Wirtschaft der Insel zu retten. Im Protest haben sie alle Flaschen des Weins zerschmettert, die sie finden konnten, damit sie nicht exportiert werden konnten. Dieses aufstehende Aufstreben hat nur die Pandemie nur noch schlimmer gemacht. Falls andere ähnliche Pole von Weinen gefunden werden, sind alle Bürger dazu gedrängt, den Verantwortlichen zu melden, so möglich, so früh wie möglich. Kommt nicht in die Nähe von ihnen. Geht nur in die Nähe des Weins, indem ihr euer Gesicht abdeckt. Denn es kann schlimmes Delirium auslösen, typisch für das Teufelsfieber. Zwischen den meist üblichen Symptomen sind Halluzinationen, teilweise Disorientierung, besessener Durst für mehr Wein, manisch sein und Gefühle, verfolgt zu werden und im schlimmsten Fall hoher Fieber und Muskelschwund, glaube ich. Cardiac Arrest, kann das sein? Halluzinationen beginnen Minuten, nachdem man Kontakt mit diesen Weinquellen hat. Okay, also sind wir einfach auf der Suche nach dem Wein verrückt geworden, weil der Wein das halt ausgelöst hat. Weil er in die ganze Welt exportiert wurde. Oder was? Genug. Wir haben die Bunny de Bosques lange genug dämonisiert. Es war nicht ihre Schuld, dass das Fieber von ihrem Wein ausgelöst wurde. Es war ein Desaster, aber ja nicht gewollt. Wir wissen immer noch nicht, was mit den älteren Weinlagern in ihrem Keller passiert ist. Scheinbar, als sie die erste Flasche davon von dieser Ernte geöffnet haben, war es schon zu spät. Die Bunny de Bosques waren Opfer, genauso sehr wie der Rest von uns. Sie verdienen genauso viel Tribut. Was getan wurde zu dieser Familie, als entdeckt wurde, dass der Wein das Fieber auslöst und Halluzinationen, war Massenmörderei. Selbst in der Vergangenheit haben sie ihre Mitarbeiter ausgenutzt. Und sind auf deren Kosten reich geworden. Sie verdienen auch Gerechtigkeit. Über allem sind die Jungs und Mädchen der Bunny de Bosque-Familie
ja, Hunderte waren das, die getötet wurden. Wir müssen sie um Vergebung bitten. Es ist, ja, wie heißt das? Offensive halt. Es ist übergriffig, und an diesem Monument für die Opfer sind die Bani de Bosques nicht mal erwähnt. Gerechtigkeit für alle. Tja. War das der Typ, der dann tatsächlich nach der Lösung gesucht hat? Und so viele gerettet hat? Ich hätte ja nur alle abgeknallt. Ach, das ist die Mutterstatue. Dann ist das andere die Vaterstatue gewesen. Okay, gehen wir mal weiter. Lass den Brief am Grab zurück. Welchen Brief? Was soll ich tun? Welches Grab? Da oben. Hier kann man noch hin. Ah ja. Eine kleine Mutterstatue. Ist ja witzig. In Erinnerung an Marty Vermello. Vater und das letzte Opfer vom Teufelsfieber. Ach, das waren wir, weil wir dahin gegangen sind. Epilog vollständig. Okay. Hallo Dad, ist schon 8 Jahre her, seit du gestorben bist. Hab's immer noch nicht verarbeitet. Dein Grab zu besuchen ist jetzt eine Tradition. Dieses Jahr habe ich Albert Reuk getroffen. Er hat mir darüber erzählt, wie er dich tot gefunden hat. Mit deinem Kopf voll mit Glas von der Flasche, die du dir selbst geschlagen hast. Es ist hart, aber in einem gewissen Weg zu wissen, wie du gestorben bist, bringst mir Frieden. Ich hoffe einfach, ich hör jetzt auf, diese Albträume zu haben. Albert ist eine Berühmtheit geworden. Sie verehren ihn fast sozusagen. Ich fühle mich stolz und ja, es überkommt mich einfach nur, ihn zu kennen. Er hat tatsächlich seinen Hut in der Nähe des Monuments gelassen für die Opfer. Monate, die vor Monaten gemacht wurden, und niemand hat ihn weggenommen. Manchmal denke ich über diese ganze Ironie nach. Nicht von dem Fieber, ja, was zu haben. Alles, was wir hatten, alles, was wir tun mussten, war unser Gesicht zu bedecken. So wie es Albert getan hat. Dann wärst du noch heute am Leben, wenn wir diese eine dumme Sache vorher bewusst hätten. Tja, ist schon ein bisschen so, ne? Ist schon so ein bisschen, ja, das alles hätte nicht stattgefunden, wenn alle ihre Maske getragen hätten. Ja, passt schon irgendwie in die heutige Zeit, ne? Wie auch immer. Ich mag es, ihn in der Nähe zu haben. Nein, Dad, keine Sorge. Du wirst ihn mögen. Wenn du in die Vergangenheit schaust und dir die Heldenbilder ansiehst, die sie über ihn malen, sehr approachable and considerate. Ja, ist toll. Super, super Kerl. Auch wenn es so ist, willst du ein kleines Geheimnis wissen? Jeden Tag flüstert er immer und es wird ein bisschen nervig. Es muss eine böse Sache über ihn geben. Aber sag's ihm nicht. Es ist unser Geheimnis. Deine Tochter, die dich immer noch vermisst, ein weiteres Jahr. Okay. Was für ein Trip, ey. Also ich versuche jetzt mal die Story zusammenzufassen. Konzept und Entwicklung Carlos Coronado. Ja, nicht schlecht, alles
und Sandra Constanzo. Vielen Dank an Sandra Constanzo. Ja, im Prinzip von zwei Leuten entwickelt. Eigentlich gar nicht so schlecht. Ein paar Tester, okay. Also die Grundstory war, irgendwas stimmte mit dem Wein nicht. Der Wein wurde in die ganze Welt verschifft. Es ist was Schreckliches passiert da in der Stadt. Er hat Halluzinationen ausgelöst, dieses Fieber. Leute sind daran gestorben. Und die haben trotzdem den Wein in die ganze Welt verschickt. Deswegen war überall auf der Welt war quasi diese Pandemie. Ist ja eine Pandemie, ist ja weltweit. Und irgendwann hat man halt rausgefunden, dass man den Wein einfach nicht einatmen darf, dass man nicht in der Nähe sein darf und dann gehen die Effekte von alleine weg. Und es wurde aber lange gemunkelt, dass der Wein selber das Heilmittel sei. Deswegen ist er halt, hat er sich halt in die Stadt gemacht und hat versucht, eine Flasche von dem Wein zu finden. Da aber überall noch der kaputte Wein rumlag, war er quasi vom ersten Moment an, hat er diese Halluzinationen gehabt, ja. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass es so geendet ist, wie es geendet ist. Netter Plot-Twist auf jeden Fall. Hatte einige nervige Parts drin, aber auch einige sehr gute. Wirklich Stellen, wo ich Angst hatte, die gruselig waren. Die Rätsel waren okay, die waren nicht super schwer. War viel mit Suchen und Schaltern und so, ist okay. Insgesamt, ja, das Ende hat ein bisschen, leider ein bisschen, für mich persönlich jetzt, hat es ein bisschen übertrieben mit der Verfolgung und Rätsel. Also Rätsel unter Druck zu machen, ja, zu denken unter Druck ist, und dann noch mit Geschick und dann noch gegen diesen Bug zu kämpfen, dass wenn er dich einmal slappt und du in der Wand landest und du dich nicht mehr wegbewegen kannst, das ist sehr, sehr nervig. Also ich wünschte, oh, Foto-Mode unlocked, schön. Ach, deswegen war da die Kamera vielleicht, ne? Benutze den Fotomod, um Geheimnisse. Ach, so kommt man an die Secrets. Ah, verstehe. Ah, okay. Ja, schade, dass es keine englische Übersetzung gab. Ich hoffe, es war okay. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich mag das immer noch mit dem Blutregen. Ach, da will man doch gerne nochmal Outlast 2 spielen, oder? Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich fand es ganz okay. Es hätte besser sein können. Da ist die Katze wieder. Wir sind nicht zur Katze gegangen. Möchte wissen, was das heißt. Ja, vielleicht gibt es ja doch einiges zu entdecken. Wenn ihr Secrets noch entdecken wollt, könnt ihr das Spiel gerne kaufen. Ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich sag mal tschüss, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Einteiler dann, wenn ihr mögt, auf dem Kanal. Horror-Einteiler wahrscheinlich. Haut rein. Ciao.